Sehr geehrte Damen und Herren, zum Beginn unserer heutigen Sitzung möchte ich allen Frauen auf Herr Paddel anlässlich des Internationalen Frauentages von Herzen alles Gute wünschen. Eigentlich haben Sie, meine verehrten Damen, es verdient, jeden Tag Anerkennung für Ihr Wirken schaffen, in allen Lebenslagen, in der Familie, im Ehrenamt oder im Freundeskreis zu erfahren. Leider geht in der Hektik des Alltages so manches unter und viele Sachen sind zur Gewohnheit und zur Selbstverständlichkeit geworden. Ich persönlich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen für die Zukunft, dass Sie die Würdigung erfahren, die Sie auch alle verdienen, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder der Bürgerschaft, verehrte Gäste. Bevor ich mit der heutigen Sitzung beginne, teile ich mit, dass der ehemalige Chordirektor und Leiter der Singerakademie des Theaters Vorpommern, Herr Günter Wolf, am 3. März verstorben ist. Herr Günter Wolf hat sich in der Zeit seiner Tätigkeit stets engagiert, für die Belange unseres Theaters eingesetzt und ist auf den Beschluss der Bürgerschaft hin im Jahr 2005 mit der Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt Stralsund ausgezeichnet worden. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und all jenen, die ihn als Freund und Wegbegleiter verloren haben. Wir werden sein Andenken in Ehren halten. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Vielen Dank. Ich eröffne hiermit unsere heutige Bürgerschaftssitzung. Wir sind mit 34 Bürgerschaftsvertretern beschlussfähig. Gibt es zur Tagesordnung Änderungswünsche? Bitte, Herr Philipp. Wir ziehen unseren Antrag 9.1 zurück. 9.1 zurück. Herr Suhr. Antrag 9.6 zurück. 9.6 zurück. 9.1 zurück. Dann hätte ich noch einen Antrag einzubringen, und zwar möchte ich gern 15.1.1 und 15.3.1 zusammenlegen. Wortmeldung dazu? Gut. Wer dem zustimmen kann, dass wir die Änderung so vollziehen, bitte zum Handzeichen oder Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit, danke. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, keines, einstimmig. So, wer dann der geänderten Tagesordnung Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit, Gegenstimmen, Stimmenthaltung. Einstimmig. Danke. Gibt es Änderungswünsche zur Niederschrift der letzten Bürgerschaftssitzung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dem Zustimmung geben kann, der Niederschrift, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit, Gegenstimmen, Stimmenthaltung.
2 Stimmen Enthaltung. Damit ist die Niederschrift bestätigt. Top 5, Mitteilung des Präsidenten. Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrte Gäste, zur heutigen Sitzung habe ich folgende Information. Mit Verteilung am 22. Februar 2018 ist den Mitgliedern der Bürgerschaft der 20. Beteiligungsbericht der Hansestadt Stralsund für das Jahr 2015 zugegangen. Der Bericht enthält grundlegende Aussagen zu Aufgaben, Zweck und Wirtschaftsdaten der städtischen Unternehmen. Nach Informationen und Kenntnisnahme des Beteiligungsberichtes mit der heutigen Sitzung der Bürgerschaft wird dieser für 7 Tage in der Tourismuszentrale ausgelegt. Hierzu erfolgt eine gesonderte öffentliche Bekanntmachung. Gemäß Beschluss 2018 Römisch 6010732 sind mit gemeinsamem Schreiben des Oberbürgermeisters und des Präsidenten die Landesregierung MV und die Bundesregierung über die Forderung der Bürgerschaft zur unverzüglichen und ausreichenden Vertiefung der Fahrrinnen in Kenntnis gesetzt worden. Bislang sind hierzu keine Antwortschreiben eingegangen. Sofern solche eingehen, werden sie umgehend den Mitgliedern der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben. Den genannten Beschluss betrachte ich als umgesetzt. Mit Beschluss 2017, Römisch 6090717, ist der Oberbürgermeister beauftragt worden, Möglichkeiten zur kurzfristigen Beräumung des Uferbereiches des Großen Frankenteiches und der Bahnhofstraße zu finden. In der Zeit vom 11.01.2018 bis zum 16.01.2018 wurden daraufhin mit den Maßnahmen Beräumung öffentlicher Flächen und Bürgerarbeit umfangreiche Aufräumarbeiten vorgenommen. Der Schriftsatz hierzu liegt den Fraktionen und Mitgliedern der Bürgerschaft vor. Ich bitte auch hier um Kenntnisnahme. Umsetzung des Beschlusses 2016, Römisch 6030384 zum Thema Beseitigung von Aufklebern und Graffiti durch jugendliche Straftäter gebe ich bekannt, dass hierzu entsprechende Gespräche stattgefunden haben und die derzeitige Situation ausgewertet worden ist. Ergebnis ist, dass seitens des Amtsgerichtes der Vorschlag befürwortet wird, jugendliche Straftäter unabhängig vom begangenen Vergehen über die Ableistung von Sozialstunden zur Beseitigung von Graffiti und Aufklebern heranzuziehen. Das Schreiben ist den Fraktionen und Mitgliedern der Bürgerschaft übergeben worden. Ich bitte um Kenntnisnahme. Zum Beschluss 2017, Römisch 6060661, wird mitgeteilt, dass die Wunschkennzeichnungsreservierung auf der Internetseite der Hansestadt Stralsund entsprechend angepasst worden ist. Die schriftliche Information liegt den Mitgliedern der Bürgerschaft vor. Der Beschluss ist umgesetzt. Ich teile weiter mit, dass der Beschluss 2014, Römisch 6060128, mit dem der Oberbürgermeister beauftragt wurde, einen Doppelhaushalt ab den Jahren 2019, 2020 zu erstellen, als umgesetzt zu betrachten ist. Ich verweise hierzu auf den im Januar gefassten Beschluss der Bürgerschaft Doppelhaushalt 2018, 2019. Abschließend gebe ich bekannt, dass der sachkundige Einwohner, Herr Jan Gottschling, mit Wirkung vom 18. April 2018 sein Mandat als Stellvertreter im Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport niedergelegt hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Oberbürgermeister, Ihr Statement. Vielen Dank, Herr Präsident, liebes Präsidium, sehr geehrte Mitglieder der Bürgerschaft, liebe Stralsunderinnen, liebe Stralsunder, liebe Gäste. Ich möchte Sie informieren, dass die Stralsunder Hafentage in diesem Jahr unter Federführung der Hansestadt Stralsund vorbereitet und organisiert werden. Geplant ist ein maritim-hanseatisches Programm zu gestalten,
angereichert durch Fahrgeschäfte sowie Speisen- und Getränkeangebote. Auch der nautische Verein Stralsund ist mit den Tagen der Seeschifffahrt mit im Boot. Gern möchte ich alle Wassersportvereine, maritime Vereine, Hafeninselanrainer und Unternehmen einladen, an den Stralsunder Hafentagen vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 mitzuwirken. Die Abteilung Kultur und Öffentlichkeitsarbeit nimmt Ideen gern auf, lädt darüber hinaus in den nächsten Tagen zu Gesprächsrunden ein und versendet Aufrufe zur Mitwirkung an die lokalen Medien. Das Hafenfest ist eine von vielen Attraktionen, die unsere schönste aller Hansestädte sowohl für die Stralsunderinnen und Stralsunder als auch für unsere Gäste bereithält. Um auch die anderen Höhepunkte publik zu machen, präsentiert sich unsere Tourismuszentrale Jahr für Jahr auf der weltweit größten Reisemesse in Berlin, der ITB. Sie ist gestern gestartet. Das Besondere in diesem Jahr, und das hat es tatsächlich noch nie gegeben, Mecklenburg-Vorpommern ist als erstes Bundesland überhaupt offizielles Partnerland der ITB. Und als solches haben unsere Touristiker mit tatkräftiger Unterstützung von Wirtschaftsminister Harry Glawe einen Megamesseauftritt und eine spektakuläre Show zur Eröffnung auf die Beine gestellt. Vor mehr als 3.500 Gästen aus dem In- und Ausland haben Künstlerinnen und Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern Konzentration. Darunter Star-DJ Felix Jehn, kennt jeder von uns, die wenigsten wussten vielleicht, dass er aus unserem Bundesland ist, gezeigt, wofür unser Land und seine Menschen stehen. Dazu verteilen sich 100 Strandkörbe auf dem gesamten Messegelände, darunter auch einer vom Stralsunder Strandbad und einer vom Ozeaneum. Es gibt tolle Luftbilder und Kamerafahrten über unsere Altstadt und mit der großen Kogge der Störtebeker Braumanufaktur haben wir einen zusätzlichen Botschafter für Stralsund am Start. So wie das Land bekennt sich auch unsere Kommune zum Tourismus, denn er war, ist und bleibt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt. Also, falls Sie am Wochenende noch nichts vorhaben, machen Sie doch einfach eine kleine Weltreise, bevor am Sonntagabend mit einem maritimen Shanty-Ständchen der Hammer fällt. Vielen Dank. Danke, Herr Oberbürgermeister. So, kommen wir zum Top 7 Anfragen. 7.1 Verpachtung der Marina an der Nordmole von Herrn Gerd Redl. Dazu hören wir Herrn Meinke, bitte. Die Anfrage lautet: Erstens, gab es in den letzten Monaten einen Pächterwechsel der Marina an der Nordmole? Wenn ja, wurde die Stadtverwaltung darüber informiert? Und kann ein Pächterwechsel ohne die Zustimmung der Bürgerschaft erfolgen? Die Begründung: Stadtgerüchte besagen, dass es einen Pächterwechsel gegeben haben soll. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Riedel, erlauben Sie mir, die drei Fragen im Zusammenhang zu beantworten. Mit Wirkung zum 1. November 2016 gab es einen Pächterwechsel der Marina an der Nordmole. Wie man in einem ausführlichen Bericht der OZ Ende Mai 2017 entnehmen konnte, handelt es sich bei dem jetzigen Betreiber um die Yachthafen Hansestadt Stralsund GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Lenz. Derzeit lässt dieser unter anderem ein Sanitärgebäude sanieren und eine Sanierung des Hafenmeisterbüros ist geplant. Auch wurden die beiden Hafenmeister durch den neuen Betreiber übernommen. Im Rahmen des Betriebsübergangs wurde die Stadtverwaltung nicht nur über selbigen informiert, sondern durch die bisherige und die neue Pächterin ordnungsgemäß beteiligt. Pachtverträge stellen ein Geschäft der laufenden Verwaltung dar, über welche der Oberbürgermeister in eigener Zuständigkeit entscheidet. Eine Zustimmung der Bürgerschaft war in diesem Fall nicht erforderlich. Danke, Herr Meinke. Herr Riedel ist noch nicht da. Herr Adelmeiden, Nachfrage. Meine Frage ist jetzt normalerweise,
Warum dafür soll es nicht die Bürgerschaft machen, liebe? Also ich wäre es nicht besser, weil wir haben damals bei den Kuttern, sind wir ja auch da beauftragt worden, solche wichtige Sachen zu entscheiden. Weil es ist ja schon komisch, weil es ist ja nun mal ein Filetstück da oben, dass man einfach dieses Filetstück übergeben kann, ohne im Großen und Ganzen die Bürgerschaft darüber zu entscheiden gehen soll. Vielleicht sollten wir diesmal probieren, diese Entscheidung. Wie lange läuft der Vertrag, Herr Meinke? Der Vertrag läuft einige Jahre und Sie können sich gerne die Akten dann dazu einsehen. Einige Jahre? Wie lange läuft der Vertrag jetzt? Einige Jahre? Kann ja 15, 20, 30 Jahre. Nee. Wir sprechen jetzt über das Geschäftsmodell und das möchte ich hier nicht im öffentlichen Teil besprechen. Darüber was nicht im öffentlichen Teil hören? Also der Punkt ist doch, dass es nicht darum geht, eine Fläche neu auszuschreiben, sondern es ging darum, dass es einen vorhandenen Vertrag gibt, in den einfach jemand anders eingetreten ist. Und da kann die Stadt nur bedingt mitwirken. Das ist jetzt nicht so, dass wir da dem, der den Vertrag mit uns hat, sagen können, pass mal auf, das darfst du alles nicht, du kannst es nur vollständig zurückgeben und mir passiert hier nicht. Insofern entscheidet ein Stück weit, verstehen Sie überhaupt, was der Ansatz war? Es ist kein neuer Vertrag abgeschlossen worden. Verstehen Sie das? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bei Ihnen angekommen ist, weil die Fragen, die Sie jetzt stellen. Ich verstehe zwar langsam, aber ich habe es verstanden. Ja, dann verstehen Sie doch, auch die Aufgabe, die Stadt dabei hat. Also normalerweise, wenn ich jetzt den Vertrag, gebe ich ja weiter zu denselben Konditionen. Das habe ich so verstanden. Es gibt keinen Nachfall für die Pächter. Das habe ich auch verstanden. Also normalerweise, wenn ich jetzt höre, Herr Matthias Lenz, und weiß, wen er zusammenarbeitet, ja, dann weiß ich ja, wen eines Tages ganz Straßen gehört. So, wir haben jetzt hier noch keine Aussprache. Aussprache beantragt? Keine? Gut, danke. Danke, Herr Meinke. 7.2 Ausweichliegeplätze für die Seglersportler an der Ostmole. Einreichung Frau Maria Quintana Schmidt, Fraktion Linke, offene Liste. Dazu Herr Peter Fürst, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, bitte gestatten Sie mir, die Tagesordnungspunkte 7.2 und 7.3 im Zusammenhang zu beantworten, da sie beide dieselbe Thematik behandeln. Das wäre dann neben der Anfrage von Frau Quintana Schmidt von der Fraktion der Linken ebenfalls die von Frau Susanne Lewing, CDU-FDP-Fraktion. Ist das so in Ordnung, Herr Präsident? Können wir das so machen? Ja. Danke. Dann komme ich zur ersten Frage. Wann ist nunmehr mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen zu rechnen? Bei der Planung und Planung des Bauablaufes haben wir vorgesehen, die Nutzbarkeit der Stege an der Ostmole durch die Wassersportler von Mai bis einschließlich August 2018 zu gewährleisten. Das ist nunmehr so nicht möglich, weil es zu Verzögerungen im Bauablauf gekommen ist. Dafür gibt es folgende Ursachen. Einerseits wurden in unmittelbarer Nähe der Mole und in der Rammtrasse drei Wracks aufgefunden, die sondiert und geborgen werden mussten. Weiterhin wurden sogenannte Sinkstücke, da sie sich nicht unter Wasser zerteilen ließen, geborgen und die müssen ebenfalls entsorgt werden. Das sind sogenannte Faschinen, also Weidenbündel, wie der Wasserbauer sagt, die zur Kolksicherung rund um die Spundwandkästen seinerzeit in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts dort eingebracht wurden. Die werden üblicherweise durch Wasserbauschutzsteine beschwert, dass sie nicht aufschwimmen. Das ist aber leider damals nicht so umgesetzt worden, bautechnisch. Da wurde alles, was damals zur Verfügung stand, auf diese sogenannten Sinkstücke aufgeladen. Die sanken dann auf den Grund, liegen jetzt seit 85 Jahren dort unten. Und der sich darauf ablagernde Schlick hat sich so mit Schadstoffen angereichert im Laufe der Zeit, dass er zum Z2-Boden geworden ist und dass die Entsorgung hier fachmännisch außerhalb des Strelasundes erfolgen muss, was zusätzliche Kosten verursacht und natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt.
Dazu kommt, dass sämtliche der genannten Arbeiten zwingend durch einen zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden müssen. Dieser Fachbetrieb muss in der Lage sein, in munitionsbelastetem Areal zu arbeiten. An dieser Stelle kann ich Ihnen auch mitteilen, dass in der vergangenen Woche der erste Munitionsfund gemeldet wurde. Es handelt sich hierbei um eine 10,5 cm Sprenggranate, die inzwischen vom Munitionsbergungsdienst entsorgt wurde. Es muss an dieser Stelle aber auch ganz deutlich gesagt werden, dass bislang keine Munitionssondierungen nach dem genehmigten Sondierungsplan erfolgten. Die kommen erst noch. Das sind ca. 700 Magnetsondierungen, die dort in den Boden eingebracht werden. Sie müssen sich das in etwa so vorstellen, dort wird ein Magnet runtergelassen in einem Rohr. Der baut ein Magnetfeld auf und wenn es dort Anomalien gibt im Grund, also zum Beispiel durch Vorhandensein von größeren Metallteilen, dann wird dort unter entsprechender Sorgfalt nachgebaggert und geguckt, was denn da unten diese Anomalien verursacht hat. Also wie gesagt, von diesen 700 Sondierungen sind noch keine erfolgt, das kommt alles erst noch. Im günstigsten Fall beginnen die RAM-Arbeiten an der neuen Ostmole am 28.05. diesen Jahres und ebenfalls im günstigsten Fall ist eine Fertigstellung dann für Januar 2019 geplant. Ich komme zur zweiten Frage. Sind Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Wassersportler vorhanden? Das Wassersportzentrum Denholm Nord verfügte seinerzeit über ca. 300 Liegeplätze. Durch den Wegfall des Steges Nummer 6 sind es mittlerweile ca. 250 Liegeplätze. Man muss dazu wissen, dass der Steg 6 durch den Verein selbst gesperrt wurde, da einerseits der Wellen- und Windschutz nicht mehr gegeben war, andererseits der Belag auch schon baufällig war auf diesem Steg. Der Verein hat gegenüber der Stadt einen Bedarf für die Saison 2018 von ca. 100 Liegeplätzen angezeigt, vorerst. Genauere Zahlen werden in den nächsten Wochen vorliegen. Momentan gibt es Erhebungen, wie viele Boote des Vereines überhaupt vom Land ins Wasser gekrant werden sollen. Um das zu organisieren, sind Wochenenden Ende April, Anfang Mai diesen Jahres geplant. Diese Zahlen, sobald sie uns vorliegen, werden den entsprechenden Ämtern und Abteilungen zugearbeitet und dann wird versucht, hier Lösungen zu finden. Man muss aber auch deutlich sagen, dass durch die Hansestadt Stralsund diese ca. 100 Liegeplätze nicht gestellt werden können. Ganz einfach, weil sie nicht vorhanden sind. Wer den Hafen der Hansestadt Stralsund kennt, der weiß, dass in der Verfügbarkeit der Hansestadt die Kanäle und vielleicht noch die seeseitigen Kaibauwerke der nördlichen und südlichen Hafeninsel sind. Alles andere ist verpachtet. Aber weder in den Kanälen sind genügend Liegeplätze vorhanden, noch die seeseitigen Kaianlagen sind in der Lage, diese kleinen Sportboote sicher dort anbenzeln zu können. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Vereinen, zwischen dem Hafenamt und den Marina-Betreibern hier in Stralsund, um Lösungen zu finden und gegebenenfalls zusätzliche Liegeplätze zur Verfügung zu stellen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Fürst. Frau Quintana-Schmidt, eine Nachfrage? Nein, vielen Dank. Aussprache dann auch nicht. Nein. Frau Susanne Lewing, CDU-FDP-Fraktion, eine Nachfrage? Vielen Dank für die umfangreichen Informationen. Auch. Keine Aussprache dann. Dankeschön. 7.4. Schäden an der Rathausfassade. Einreicher Herr Jürgen Suhr, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Tutlis, bitte um Antwort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Suhr, sehr geehrte Damen und Herren, ich verlese die Fragen. Welche Schäden sind nach Sanierung der denkmalgeschützten Rathausfassade und Abbau des Gerüstes entstanden und wer ist der Verursacher? Zweitens, wann und in welcher Form, Mängelrügen, keine Abnahme der Arbeiten etc., ist die Verwaltung hinsichtlich der fachgerechten Beseitigung der Schäden schon tätig geworden? Und wie ist der aktuelle Stand? Drittens, was ist konkret aus fachlicher Sicht zu tun, beziehungsweise welche fachlichen Auflagen gibt es, um die Schäden aus denkmalpflegerischer Sicht fachgerecht zu beseitigen? Zunächst sei vorangestellt, dass bei fast jeder Baumaßnahme zu Restarbeiten kommt. Insgesamt freuen wir uns über die überaus gelungene Sanierung der Schaufassade. Insbesondere die Ausführung der Mauer- und Putzarbeiten wurden durch die Denkmalfachbehörde besonders lobend hervorgehoben. Die Maßnahmen
die mit der Landesdenkmalpflege, der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Planungsbüro eng abgestimmt wurden, überzeugen durch ihre extrem substanzschonenden und sehr guten restauratorischen Ausführungen. Die konstruktive Ertüchtigung ist sehr erfolgreich verlaufen. Zu den Fragen. Erstens. Es sind keine Schäden an der Fassade entstanden, sondern es wurden Gerüstdübellöcher nicht fachgerecht wieder geschlossen. Verursacher ist die Firma SAG Gerüstbau GmbH mit Sitz in Krakow am See. Zu zweitens. Der Firma wurde durch das Planungsbüro Kottke Architekten, die mit der Sanierung der Fassade beauftragt wurden, mit E-Mail vom 7.2.2018 sowie mit Brief vom 15.2.2018 eine Mängelrüge zugestellt. Die Verwaltung wurde über die Mängelanzeige zeitgleich informiert. Es erfolgte keine Abnahme der Leistung. Die Firma hat auf die Mängelanzeige noch nicht reagiert. Aufgrund des aktuellen Urlaubs des Geschäftsführers der Firma wurde dafür als Termin der 12.03.2018 benannt. Zu drittens. Das für den Verschluss der Dübellöcher verwendete, ungeeignete Material ist wieder zu entfernen. Dabei sind auch die Verschmutzungen mit Mörtel von den Ziegeln angrenzend zu den Dübellöchern zu entfernen. Anschließend sind die Dübellöcher mit einem farblich an die vorhandenen Fugenfarbe angepassten Mörtel neu zu verschließen. Dabei müssen die angrenzenden Ziegel erneut von Verschmutzung geschützt werden. Für die Arbeiten ist der Einsatz einer mobilen Arbeitshubbühne erforderlich. Das Herstellen und Schließen von Dübellöchern in Mauerwerksfugen entspricht den Anforderungen an einen denkmalgerechten Umgang mit Gebäuden und sie sind durch eine Fachfirma oder Fachpersonal vorzunehmen. Danke. Herr Tudlis, Herr Suhr, eine Nachfrage. Herr Tudlis, wenn jetzt das Unternehmen aufgrund der Abwesenheit des Geschäftsführers offensichtlich noch nicht in der Lage war zu reagieren und Ihnen nur einen Termin zu nennen, welche Fristen gibt es denn da, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Arbeiten, die Sie gerade beschrieben haben, tatsächlich auch zeitnah und ordnungsgemäß erfolgen? In der Regel wird von einer angemessenen Frist gesprochen. Das ist im Zweifelfall auch so, in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Wir hatten insbesondere in dieser Woche ja noch Frost, da hätte ich so eine Maßnahme nicht durchführen lassen. Also muss es jetzt das Gespräch am 12. oder die Mitteilung am 12. ergeben. Ansonsten bleibt es bei den normalen Ausführungen angemessene Frist. Das sind bis zu 4 Wochen oder je nach Arbeitsumfang oder Intensität auch längere Fristen. Das muss der Einzelfall in der Sache sozusagen ergeben. So, Sie haben eine Aussprache beantragt. Wer möchte die haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist die Mehrheit. Damit ist keine Aussprache. Danke, Herr Tudlis. 7.5. Gehwegsanierung Knieper. Einreicher Herr Dr. Ronald Zabel, CDU-FDP-Fraktion. Herr Bogusch, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, zunächst die Fragen. Erstens, wie ist der Sachstand bei der Umsetzung des Gehwegkonzeptes Knieper? Und zweitens, sind zwischenzeitlich Gehwegkonzepte für weitere Stadtteile in Planung? Zuerstens, von dem im Gehwegkonzept Knieper betrachteten Gehwegen sind wie folgt Gehwege ausgebaut bzw. saniert worden. Die Hans-Fallater-Straße, Heinrich-von-Stefan-Straße, Maxim-Gorki-Straße einseitig, Arnold-Zweig-Straße zwischen Heinrich-Heinring und Maxim-Gorki-Straße, Heinrich-Heinring abschnittsweise, Friedrich-Naumann-Straße zwischen Gerd-Hauptmann-Straße und Moritz-Arndt-Straße, die kleine Parower-Straße abschnittsweise und die Gehwegverbindung Helmut-Heidenweg. Für dieses Jahr geplant sind die Vogelwiese zwischen Leon-Feuchtwanger-Straße und Rudolf-Virchow-Straße, die Maxim-Gorki-Straße einseitig, Friedrich-Naumann-Straße im Zusammenhang mit dem Straßenausbau und die kleine Power-Straße bis zum Heinrich-Heinring. Je nach Haushaltsfreigabe wird geprüft, in welchen Straßen sinnvoll 2018 noch weitere Gehwegabschnitte ausgebaut werden können. In Abhängigkeit von notwendigen Maßnahmen der REWA und weiteren Städtebaufördermitteln für Knieper West soll ein Ausbau ab 2019 in der Heinholzstraße, Wallensteinstraße, im Heinrich-Heinring und in der Arnold-Zweig-Straße erfolgen.
Zur zweiten Frage. Die Stadtverwaltung beabsichtigt, das Gehwegkonzept auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen, da die Sanierung der Gehwege in Knieper als vordringlich angesehen werden und aufgrund fehlender personeller Kapazitäten für die Bearbeitung ist dies aber bislang noch nicht erfolgt. Danke, Herr Pokel. Herr Dr. Zabel, eine Nachfrage. Das heißt, es wird noch ein weiteres Gehwegkonzept aufgelegt. Verstehe ich das richtig? Okay, danke schön. Aussprache beantragt? Keine. Danke, Herr Bogusch. 7.6 Baubeginn 2. BA Strandbad. Einreicherin Frau Ann-Christine von Allwürden, CDU-FDP-Fraktion. Herr Bogusch, bitte. Ja, auch hier zunächst die Frage. Wann ist mit der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes für das Strandbad zu rechnen? Die Antwort lautet, an der Vorbereitung und Umsetzung des Bauvorhabens Freizeitbereich an der Sundpromenade wird mit Hochdruck gearbeitet. Die Hansestadt Straße und beabsichtigt, mit den Bauarbeiten spätestens im November 2018 zu beginnen, um eine Fertigstellung im Juni 2019 noch vor dem Sundschwimmen zu erreichen. Im März 2018 sollen hierzu die Ausführungsplanungen beauftragt werden. Gegenwärtig erfolgt allerdings noch die baufachliche Prüfung der Entwurfsplanung durch das Landesförderinstitut als wesentliche Voraussetzung für die Erteilung des Zuwendungsbescheides für die Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn für den Rückbau der alten Steganlage bzw. Seebrücke konnte bereits erwirkt und der Rückbau auch umgesetzt werden. Danke. Frau von Allwürden, Nachfrage bitte. Ja, erst einmal herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass es dann jetzt in diesem Jahr noch losgehen soll. Meine Frage bezieht sich auf einen Bürgerschaftsbeschluss aus dem letzten Jahr bezüglich des Bewegungsparcours. Ich hätte gerne gewusst, wie viele Geräte dort am Strandabschnitt zur Verfügung gestellt werden sollen bzw. integriert werden sollen. Also ich muss sagen, die genaue Anzahl habe ich jetzt nicht parat, war jetzt auf die Nachfrage so nicht vorbereitet. Ich kann aber sagen, im Zusammenhang mit der Bausenmaßnahme, die wir jetzt ausgeschrieben haben, sind Geräte vorgesehen für den Bewegungsparcours. Aber das kann ich gerne sonst auch nochmal nachreichen, die Information. Gut, wird nachgereicht. Aussprache beantragt? Ja? Nicht? Wir haben heute eine Aussprache haben. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bitte, Ihre Fragen? Herr Quintana-Schmidt. Ja, ich hätte nur eine Frage, weil es ja hieß, wird vor dem Sundschwimmen 2019 fertig. Wie es denn dies Jahr mit dem Sundschwimmen aussieht? Ich will da ja gern wieder teilnehmen, deswegen wüsste ich mal gern, wie das laufen soll. Also wir haben ja extra wollen die Baumaßnahmen in den Zeitraum legen, wo wir den Badebetrieb nicht stören und auch das Sundschwimmen nicht stören. Insofern dadurch, dass wir erst nach dem Sundschwimmen mit dem Bau beginnen, wird es jetzt durch die Baumaßnahme selbst keine Behinderung geben. Allerdings muss es natürlich mit den Komforteinschränkungen, wie wir auch schon im letzten Jahr hatten, das Sundschwimmen dann stattfinden. Weitere Fragen? Herr Hofmann? Ja, zum Thema Sundschirm hätte ich nochmal auch ein offizielles Dankeschön. Das hat bis jetzt immer mit den Baumaßnahmen sehr gut geklappt, um Sundschirm herum. Da waren wir sehr gute Zusammenarbeit in der Verwaltung. Also aus dieser Richtung nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Herr Adomat. Nur Frage, ist mal irgendwann mal geplant, so die alte Bahnsteige herzustellen, wie sie damals mal gewesen ist, in den 50er, 60er, irgendwann mal? Irgendwann mal. Ich meine, ob sie noch leben, ist eine andere Frage. Also zumindest ist ja das Thema Badesteg, was wieder ansteht. Wir haben den ja vorsorglich abreißen müssen aufgrund des baulichen Zustandes. Die Erneuerung des Steges ist jetzt noch nicht Bestandteil der Baumaßnahme, die wir jetzt im Herbst beginnen wollen oder im November beginnen wollen. Aber es soll ein Steg errichtet werden. Welche Art der genau ausgeführt wird, da haben wir mit der Planung noch nicht begonnen. Also wie früher so mit Schwimmbahn 50 Meter und Sprungtürme sowas und War ja manuell. Ja, der Rutsche fehlt noch. Ich sag mal, in so einem ersten Konzeptentwurf war das auch mal enthalten, aber es gibt dazu noch keine Position der Stadt, wie das ausgebaut wird. Weitere Fragen, bitte, Herr Jungnickel. Nein, Herr Bogusch, ist in dem Zusammenhang auch geplant, dass den Grund dort mit zu entschlammen.
Also ich kann mich daran erinnern, als ich noch so in dem Alter war, so zur Schule ging, da fing so der Schlamm so in 2 Meter Wassertiefe ungefähr an, so das Seegraszeugs. Jetzt ist das inzwischen schon, musste ich feststellen, im letzten Jahr so weit nach Richtung Ufer vorgezogen. Also bei mir ist es so, in Bauchhöhe fängt das an, dass man bis zu den Knöcheln im Schlamm steht. Ist da was vorgesehen inzwischen? Also in dem Zusammenhang ist das nicht vorgesehen. Die Baumaßnahme beschränkt sich darauf, die Spundwand zu erneuern, die alte Spundwand zu ziehen, eine neue Spundwand zu setzen. Weitere Eingriffe im Wasserbereich sind nicht vorgesehen. Herr Hofmann. Ja, auf den Bewegungsparcours würde ich auch gerne nochmal zurückkommen und auch überhaupt auf die Fläche. Ich habe es ja so verstanden, dass es ein bisschen eher so der sportliche Teil werden soll von der Badeanstalt. Ist da denn die Planung jetzt mit dem Bewegungsparcours oder in die Volleyballplätze, dass das alles mit dem Verein bzw. mit denen, die es so hauptsächlich nutzen werden, so abgesprochen ist? Oder wie ist da so die Planung? Also wer macht denn die Planung, wenn man so fragen darf? Also wir haben für die Planung erstmal einen Planungsbüro beauftragt, die Planung für uns durchgeführt hat. Das war das Büro Umweltplan. Wir haben diesen Bewegungsparcours mit dem, ich hätte jetzt fast was Falsches gesagt, ich wollte Seniorenbeirat sagen, das ist nicht ganz richtig, Senioren, abgestimmt. So heißen also, wir haben schon versucht, dort auch ein großes Einvernehmen hinsichtlich der Gestaltung des Bewegungsparcours zu erreichen. Ich muss aber auch gleich sagen, diese Freiflächengestaltung, die Sie angesprochen haben, die wir auch vorgesehen haben, was so Volleyballnetze, Beachsoccer und so weiter betrifft, auch das ist erst Bestandteil einer späteren Baumaßnahme. Wir haben jetzt lediglich die Geräte des Bewegungsparcours gleich mit berücksichtigt, weil das noch eine vergleichsweise einfache Maßnahme ist, die wir in das Gesamtprojekt noch gut unterbringen konnten. Kurze Nachfrage nochmal. Einsicht in diese Planung kann man bekommen oder schicken Sie per Protokoll zu oder wie? Oder Anruf? Also wir hatten die Planung auch im Bauausschuss schon mal vorgestellt, aber wir können auch gerne die Planung noch zur Verfügung stellen, ja. Gut, Dankeschön. Herr Dr. Zabel. Bloß mal noch eine Frage zu den Geräten. Sie sagten, da wurde mit Senioren auch gesprochen. Wie weit soll das dann nur für Senioren genutzt werden oder ist das eher auch kindgerecht gedacht? Also wir haben ja im Prinzip für Kinder den großen, schönen Spielplatz im dem jetzt ja bereits fertiggestellten Abschnitt. Insofern war ja die Aufgabe, dort mehr allgemeine Fitnessgeräte zur Verfügung zu stellen. Das soll jetzt sich nicht ausschließlich an Senioren richten, sondern soll, ich sag mal, allgemein für Erwachsene dienen, aber dann halt eher vorrangig für Erwachsene. Wir werden dort schon eine kleine Einschränkung haben. Dadurch, dass wir im Sandbereich sind, wollen wir eigentlich auf bewegliche Teile verzichten, weil die dann eher durch Sand stärker verschleißen. Das ist eine kleine Einschränkung, die wir dort haben bei den Geräten. Aber wie gesagt, für, ich sage mal, jung und alt, aber die Zielgruppe sind eher die Erwachsenen und die Senioren. Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich habe vielleicht noch einen Punkt zu ergänzen. Dr. Bartrauch. Also insgesamt kann sich jeder vorstellen, dass ich mich natürlich unglaublich über dieses Projekt freue, weil es natürlich die Weiterführung von dem ist, was wir angefangen haben. Und es sind ja auch die Beachvolleyballer, die auf uns zugekommen sind mit dem Thema, das haben wir sehr wohl gehört und haben da auch ein paar gute Ideen. Und vielleicht gelingt es auch sozusagen direkt am Strand eine Lösung zu schaffen, die dann auch zu verschiedenen Jahreszeiten trägt und wo man vielleicht eine Lösung hat, die auch ein bisschen transportabel ist. Ich glaube, da haben wir noch ein paar ganz gute Ideen, die wir dann auch demnächst vielleicht noch vorstellen. Also ich freue mich jedenfalls riesig auf dieses Projekt. Sehr schön. Gut, danke Herr Bogusch. Kommen wir jetzt zum Top 7.7, Instandhaltung der Teichzuflüsse. Einreicher Herr Michael Ademeit. Bitte, Herr Wohlgemuth. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ademeit, die Anfrage, wie ist der aktuelle Stand der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen aller Zuflüsse zu den Stadtteichen? Die Antwort hierzu, über den Stand der Umsetzung des Sanierungskonzeptes in den Einzugsbereichen der Stadtteichen hat die Verwaltung fortlaufend auch in diesem Rahmen hier informiert. Darüber hinaus befinden sich folgende Maßnahmen aktuell in der Planung. Erstens der Gewässerrandstreifen am Hohen Graben im Bereich der Kleingartenanlage am Stellwerk und Süd. Zweitens die naturnahe Gewässerneutrassierung des Kronenhalsgrabens am Schwarzen Weg. Drittens der Gewässerrandstreifen am Borgwallsee im Bereich südlich des Wasserwerks Lüssow. Und viertens die Aufforstung der Ackerflächen westlich des Bauernteiches. Danke, Herr Wohlgemuth. Nachfrage. Herr Wohlgemuth für die gute Beantwortung. Meine Frage ist jetzt, die Gewölbe in den Gewölbedurchflüsse in den Kleingärten unten bei der Feldstraße. Sie damit auch mit einbezogen?
Es gibt auch im Bereich der Feldstraße laufen in den Kleingärten gemauerte Gewölbe, wo der Zufluss für die Teiche sind. Ich denke, jetzt irren kommen die raus. Gibt es da wieder Planung oder ist es gar nicht? Kann ich Ihnen im Detail jetzt nicht so beantworten, aber da können wir uns gerne im Nachgang nochmal unterhalten. Das lassen wir gerne nachprüfen. Okay, MVK. Aussprache hat sich dann übrig. Ja? Gut, danke. 7.8 zur Verschmutzung durch Werbetafeln und Litfaßsäulen. Einreicher Herr Michael Philippen, Fraktion Bürger für Stralsund. Herr Bogusch nochmal bitte. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Frage lautet, beabsichtigt die Verwaltung, etwas gegen das Abfallen von Werbebotschaften an Litfaßsäulen und Werbetafeln zu unternehmen? Die Hansestadt Stralsund hat diesbezüglich Kontakt mit der Firma Ströer aufgenommen, die die Werbeanlagen auf den städtischen Flächen betreibt. Hierzu teilte die Firma Ströer mit. Im ersten Halbjahr 2017 hatten wir im Konzern mehr oder weniger erhebliche Probleme bei der Nassplakatierung. Festzustellen war, die einzelnen Plakatlagen sind auch im trockenen Zustand leicht ablösbar, kaum Haftung. Morgentau oder leichter Regen sind ausreichend, um die Plakate zu durchfeuchten. In diesem Zustand werden sie wieder faltig. Bei stärkerem Regen rutschen Plakate, Plakatteile einfach ab und Mittelnähte öffnen sich. Generell haben viele Plakate eine Tendenz, sich nach oben bzw. unten zu rollen. Hier entstehen Ansatzpunkte für den Wind. Alles in allem war dies eine sehr problematische Situation für Ströer. Gemeinsam mit der Produktentwicklung ist es gelungen, die Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Beendigung dieses Zustandes einzuleiten. Seit dem zweiten Halbjahr 2017 kommt ein neuer Leim zum Einsatz, der wieder die gewohnte Qualität der Plakatierung sicherstellt. Soweit die Aussage der Firma Ströer. Die Stadtverwaltung wird prüfen, ob sich die Situation durch den Einsatz des neuen Leims dann auch tatsächlich wieder verbessert. Schmierig. Herr Philipp, Nachfrage bitte. Gut, dann auch keine Aussprache. Danke, Herr Bogusch. 7.9 Müllvermeidung und Umweltschutz bei Veranstaltungen. Einreicherin Frau Annette Kindler, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Janine Wolle, bitte. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrte Frau Kindler, gern möchte ich Ihre Anfrage bezüglich der Müllvermeidung und des Umweltschutzes bei Veranstaltungen im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund die Fragen nacheinander beantworten. Frage 1. Was unternimmt die Stadtverwaltung, um das Müllaufkommen bei Veranstaltungen in der Hansestadt so gering wie möglich zu halten? Und gibt es aktuell konkrete Bestrebungen, hier aktiver zu werden? Grundsätzlich besteht seitens der Kommunen die Möglichkeit, Dritte bei der Nutzung ihrer Einrichtungen oder Grundstücke oder im Rahmen der Sondernutzung öffentlicher Straßen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu ermahnen. Regelungen dazu trifft aktuell die geltende Verpackungsverordnung und das ab 2019 in Kraft tretende Verpackungsgesetz. Explizite Regelungen in der Straßensondernutzungssatzung der Hansestadt Stralsund bestehen nicht. Anstelle verpflichtender Maßnahmen verfolgt die Stadtverwaltung im Schulterschluss mit den Veranstaltern bereits seit einiger Zeit das Ziel, auf freiwilliger, ökonomischer und ästhetischer Basis einen gemeinsamen Ansatz zur Abfallvermeidung zu finden. Bei städtischen Veranstaltungen wie dem Stralsunder Hansetag, dem Tag der erneuerbaren Energien oder dem Erntedankfest werden Aussteller und Anbieter in den Vertragsbedingungen darauf hingewiesen, ausschließlich Mehrwegbehälter bereitzuhalten oder anzubieten. Bei beauftragten städtischen Veranstaltungen wie den Wallensteintagen wirkt der Veranstalter ebenfalls auf den Einsatz von Mehrwegsystemen hin. Auch der Veranstalter des Stralsunder Hafenfestes hat im vergangenen Jahr an seinen Getränkeständen erstmals Mehrweglösungen angeboten. Sollte es wiederum bei anderen Veranstaltungen zu erhöhten Müllaufkommen aufgrund der Verwendung von Einweglösungen kommen, ist die Stadtverwaltung immer bestrebt, danach das Gespräch mit dem Veranstalter zu suchen und über mögliche Alternativen aufzuklären und zu beraten. Derzeit erarbeitet das Amt für Kultur, Welterbe und Medien einen Leitfaden für Veranstalter. Dieser soll in vielerlei Hinsicht Veranstalter bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen beraten. Hierin sind bereits Hinweise zu Entsorgungskonzepten bzw. zur eigenverantwortlichen Entsorgung während Veranstaltungen enthalten, die noch um mögliche Handlungsempfehlungen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen ergänzt werden. Die Frage 2.
werden bei größeren Veranstaltungen, zum Beispiel Hafentage oder Wallensteintage, ausschließlich durch die Veranstalter zusätzliche Müllbehälter auf dem betreffenden Gelände installiert oder auch durch die Stadt in den anliegenden Straßen und Gebieten. Werden die Entleerungstakte bei solchen Veranstaltungen geändert? Mit der Genehmigung zur Sondernutzung und oder Festsetzung von Veranstaltungen gehen die Pflichten zur Reinigung der Fläche sowie der Entsorgung von Abfall auf den Veranstalter über. Gerade bei den genannten Großveranstaltungen sind durch die Veranstalter Entsorgungskonzepte beizubringen. Die Art und Anzahl der eingesetzten Abfallbehälter, den Turnus der Reinigung sowie Datum und Uhrzeit der Endreinigung aufführen. Im Zuge der Festsetzungsgenehmigung werden Auflagen der Abfallbehörde an den Veranstalter gegeben. Zum Beispiel sind immer Abfallbehältnisse in ausreichender Stückzahl entsprechend der Anzahl der Markthändler und des zu erwartenden Besucheraufkommens vorzuhalten. Die Hansestadt Stralsund stellt keine zusätzlichen Müllbehälter auf. Bei Bedarf kann jedoch eine Anpassung des Entsorgungskonzeptes, zum Beispiel die Erhöhung der Stückzahl von Abfallbehältnissen, auch während einer Veranstaltung verlangt werden. Die Entleerungstakte für Müllbehälter auf einem Veranstaltungsgelände müssen ebenso im Rahmen des Entsorgungskonzeptes festgelegt werden. Oftmals ist eine Leerung aufgrund von Zufahrts- und Fahrverboten nur vor Beginn oder nach Ende eines Veranstaltungstages möglich. Die Leerungstakte für öffentliche Abfallbehälter in anliegenden Straßen erfolgen veranstaltungsunabhängig im routinemäßigen Rhythmus, zum Beispiel siebentägig im Bereich der Innenstadt und Hafeninsel, wo sich ja zumeist Großveranstaltungen konzentrieren. Zur Leerung der öffentlichen Behältnisse auf der Veranstaltungsfläche ist wiederum der Veranstalter verpflichtet. Frage 3. Welche Modelle der verpflichtenden Einführung von Mehrwegsystemen sind der Verwaltung bekannt und rechtlich möglich? Und welche davon erscheinen für Stralsund wie genau umsetzbar? Eine rechtliche Grundlage zur Einführung generell ja, verpflichtender Mehrwegsysteme in Kommunen existiert nicht. Aufgrund dessen besteht eben auch für die Hansestadt Stralsund nicht die Möglichkeit, ein verpflichtendes und rechtssicheres Mehrwegsystem um- bzw. durchzusetzen. Auch das ab dem 1. Januar 2019 in Kraft tretende Verpackungsgesetz betrachtet eher das Verhältnis zwischen Erzeuger und Endverbraucher. Vielmehr sollte durch eine Initiative mehrerer Akteure wie Verwaltung, Öffentlichkeit, Kommunalpolitik, Unternehmen, Veranstalter aus unserer Sicht eine tragfähige Lösung für eine Mehrwegstrategie zur Abfallvermeidung in Stralsund gefunden werden. Dabei ist festzustellen, dass natürlich bereits erste Projekte als Resultat oder als Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept zur Plastikabfallvermeidung und damit Wiederverwertung umgesetzt wurden, wie zum Beispiel die zuvor angesprochenen Bemühungen zum Einsatz von Mehrweglösungen auf Veranstaltungen, die Papiertütenaktion mehrerer Altstadthändler zur Vermeidung von Plastiktüten, unterstützt durch Verwaltung und andere Akteure, oder die zuletzt gestartete Stralsundbecher-Kampagne einschließlich des noch anhaltenden Vertriebes der Becher über die Tourismuszentrale an Anbieter von To-Go-Produkten. Aus anderen Städten sind der Verwaltung weitere Mehrweg-Initiativen bekannt. Das sind zum Beispiel Mehrweg-Kampagnen, getragen von Unternehmen. Hierbei gewähren Unternehmen ihren Kundinnen und Kunden Rabatte, wenn diese einen eigenen Mehrwegbecher mitbringen. Es gibt auch in Stralsund schon einige Unternehmen, die das anbieten. Des Weiteren liefert Hamburg aktuell ein sehr interessantes Beispiel zur Etablierung eines privat getragenen Pfandbechersystems beim Außerhausverzehr von Getränken, welches seitens der Hansestadt Hamburg befördert wird. Bekannt ist zum Beispiel auch, und das ist eine ganz interessante Maßnahme, der Einsatz von Spülwagen bei Veranstaltungen, die Mehrweggeschirr bereithalten und vor Ort spülen. Aus unserer Sicht ist diese Lösung tatsächlich nur für Großveranstaltungen effizient. Zudem führt sie natürlich zu einer Mehrbelastung des Veranstaltungsbudgets, es sei denn, der Veranstalter findet die Möglichkeit, den Spülwagen sponsern zu lassen. Eine Umsetzbarkeit dieser zuvor genannten Maßnahmen in Stralsund wäre seitens der Verwaltung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren zu prüfen. Danke, Frau Wolle. Frau Kindler. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die wirklich umfangreiche und sehr positiv klingende Beantwortung meiner Anfrage. Ich habe nur noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie mit den Veranstaltern das Konzept erarbeiten, wird das denn im Anschluss auch kontrolliert? Also die sagen, sie schreiben vor, so und so viele Behälter müssten aufgestellt werden, und wird das auch kontrolliert? Und wenn das nicht so eintritt, hat das auch Konsequenzen für den Veranstalter?
Es ist durchaus so, dass am Anfang und am Ende jeder Veranstaltung Abnahmen erfolgen, vor allem gerade bei Großveranstaltungen, die im Zusammenhang mit Marktfestsetzungen durchgeführt werden. Es ist auch so, und da muss ich natürlich einräumen, dass jetzt auch nicht während einer Veranstaltung konsequent permanent Kontrollen durchgeführt werden, aber sobald da Dinge bekannt werden, ob es jetzt irgendwie durch das eigene Erleben ist oder tatsächlich auch dort Beschwerden vorgetragen werden, wird durchaus auch gehandelt. Und tatsächlich besteht auch die Möglichkeit, dann im Nachhinein Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Diese sind tatsächlich auch in der Vergangenheit auch einige Male schon umgesetzt worden. Danke. Keine Aussprache. Danke, Frau Wolle. 7.10. Entwicklung der Obdachlosigkeit in unserer Stadt. Einreicherin Frau Andrea Kühl, linke offene Liste. Und danach haben wir die Situation der Obdachlosen von Frau Petra Voss, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich denke mal, können wir zusammen behandeln, ja? Danke. Herr Krusch, bitte. Sehr gerne. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich zur Beantwortung der einzelnen Punkte komme, gestatten Sie mir folgende kurze Einleitung. In der Bundesrepublik Deutschland ist zwar eine gute staatliche Unterstützung, zum Beispiel durch Wohngeld, Sozialhilfe und Grundsicherung gegeben, jedoch führen trotzdem mangelhaftes Einkommen und die gegebene wirtschaftliche und persönliche Situation der Betroffenen zu Räumungsklagen, Zwangsräumungen und damit auch zur Obdachlosigkeit. Mit ordnungsrechtlichen Mitteln wie Zuweisung in eine Obdachlosenunterkunft oder Beschlagnahmung von Wohnraum kann jedoch Obdachlosigkeit keineswegs wirkungsvoll bekämpft oder behoben werden. Auf Dauer kann unfreiwillige Obdachlosigkeit nicht mit Mitteln des Polizei- und Ordnungsrechts beseitigt werden. Es handelt sich hier nur um eine vorübergehende Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. Die ordnungsrechtliche Unterbringung darf nicht als Dauerlösung betrachtet werden. Nur mit Hilfe der Sozialbehörden kann diese unfreiwillige Obdachlosigkeit endgültig beseitigt werden, soweit Bedürftigkeit besteht. Nun zu den von Ihnen gestellten Fragen. Sie möchten zunächst wissen, wie viele Menschen leben und lebten auf der Straße. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Zu unterscheiden ist die unfreiwillige und die freiwillige Obdachlosigkeit. Unfreiwillige Obdachlosigkeit stellt eine Störung der öffentlichen Sicherheit dar, denn sie gefährdet akut Grundrechte und grundrechtlich geschützte Lebensgüter des Obdachlosen, der sich nicht alleine helfen kann, insbesondere dessen Gesundheit und Leben, aber auch sein allgemeines Persönlichkeitsrecht, namentlich seine Menschenwürde. Hier ist der Zugang der Ordnungsbehörde eröffnet und sie kann geeignete Maßnahmen wie die Zuweisung in die Obdachlosenunterkunft oder Beschlagnahmung von Wohnraum ergreifen, um die beschriebenen Gefahren vorübergehend zu beseitigen. Anders verhält es sich bei der freiwilligen Obdachlosigkeit, wie zum Beispiel Nichtsesshafte, Aussteiger oder Weltenbummler. Der betroffene Personenkreis ist mit der Obdachlosigkeit einverstanden. Freiwillige Obdachlosigkeit ist ein erlaubter Zustand und Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Es besteht darüber hinaus auch keine Registrierung oder Meldepflicht für freiwillig obdachlose Menschen. Insoweit ist es der Verwaltung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich, die ihnen gewünschte Aufstellung der Menschen zu geben, die innerhalb der letzten 3 Jahre auf der Straße lebten oder jetzt noch leben. In Ihrer folgenden Frage erkundigen Sie sich, wie viele Menschen in unserer Stadt in Notunterkünften leben und wie viele Plätze dort zur Verfügung stehen. Die Hansestadt Stralsund betreibt zusammen mit dem DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e.V. eine Obdachlosenunterkunft in der Mühlgrabenstraße 10 im Stadtteil Grünhufe. Zur vorübergehenden Beseitigung der unfreiwilligen Obdachlosigkeit stehen in der Herberge für obdachlose Menschen grundsätzlich 38 Wohnplätze zur Verfügung. Diese können im Bedarfsfalle noch um 2 bis 3 Wohnplätze aufgestockt werden. Die von Ihnen gewünschte Aufstellung der Belegungsdaten für die Jahre 2015 hat uns freundlicherweise die Obdachlosenunterkunft zur Verfügung gestellt.
Okay. Aufgrund der Vielzahl gelieferter Daten durch die Obdachlosenunterkunft möchte ich hier lediglich die Jahresdurchschnittswerte widerspiegeln. Sofern Interesse an der monatsweisen Darstellung besteht, können diese gerne durch die Verwaltung den Mitgliedern der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt werden. Anhand der Daten ist zu erkennen, dass sich in der Obdachlosenunterkunft im Schnitt ca. 80% Männer befinden. Das Alter dieser Gruppe von Bewohnern betrug im Jahre 2017 im Durchschnitt 43 Jahre. Das durchschnittliche Alter der dort untergebrachten Frauen betrug 45 Jahre. Da es sich bei der Obdachlosenunterkunft nicht um eine Einrichtung der Kinder- und Jugendnothilfe handelt, erfolgt im Bedarfsfalle die Unterbringung durch das Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Rügen in eine kind- und jugendgerechte Einrichtung. Für die ordnungsrechtliche Unterbringung von Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, spiegelt der Migrationshintergrund grundsätzlich keine Rolle. Insoweit liegen dem Ordnungsamt hierzu keine weiteren Daten vor. Feststellen lässt sich, dass witterungsbedingt derzeit fast alle Wohnplätze belegt sind. Dennoch hat sich die Obdachlosenunterkunft auf die derzeitige Witterung eingestellt und Notunterbringungsmöglichkeiten eingerichtet, sodass niemand unfreiwillig draußen schlafen muss. Mit Ihrer zweiten Frage möchten Sie gerne wissen, wie den Menschen in Stralsund geholfen wird, insbesondere ob es in Stralsund für Obdachlose die Möglichkeit gibt, eine kostenlose warme Mahlzeit oder warme Getränke zu bekommen und wie während der kalten Jahreszeit die medizinische Versorgung obdachloser Menschen sichergestellt ist. Einmal im Jahr trifft sich das Ordnungsamt der Hansestadt Stralsund mit Vertretern des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie verschiedenen Sozialverbänden, um die aktuelle Wintersaison zu besprechen. Im Ergebnis wird im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund über die aktuellen Hilfsangebote informiert. Hierunter fällt die Halle am Karl-Heidemann-Ring, betrieben vom Kreisdiakonischen Werk e.V. Dort werden täglich 60 bis 70 Gäste aus völlig unterschiedlichen Verhältnissen versorgt. Es sind Menschen ohne Wohnung, Langzeitarbeitslose, Frührentner, Sozialhilfeempfänger, Menschen mit Alkohol- und oder Drogenproblemen, psychisch Kranke und Ausländer. In der Begegnungsstätte treffen Sie auf hilfsbereite Menschen, die sich gerne über das Kochen einer warmen Mahlzeit hinaus Zeit nehmen. Darüber hinaus können Bedürftige grundsätzlich über die Stralsunder Tafel des DRK Kreisverbandes Stralsund-Rügen e.V. in der Parkstraße 9 Lebensmittel beziehen. Für Wohnungs- und obdachlose Menschen steht prinzipiell das normale medizinische Hilfesystem zur Verfügung, wozu niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser sowie die Notfallpraxen gehören. Das gilt auch für freiwillig Obdachlose. Voraussetzung ist aber, dass Sozialleistungen beim Landkreis Vorpommern-Rügen beantragt wurden. Vielen Dank. So, danke, Herr Grosch. Haben Sie jetzt die zweite? Können Sie gleich mit anschließen? Sie stellten, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie stellten die Frage, welche Hilfe für Kleidung, Decken, ärztliche Versorgung etc. für Obdachlose bestehen, die keine Notunterkunft nutzen wollen. Wie bereits in meinem vorherigen Redebeitrag erwähnt, organisiert das Ordnungsamt Hansestadt Stralsund einmal im Jahr ein Treffen mit Vertretern des Landkreises und der verschiedenen Sozialverbände. Im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund wird dann über die aktuellen Hilfsangebote informiert. Hier gibt es neben der bereits erwähnten Halle im Karl-Heidemann-Ring und der Stralsunder Tafel des DRK-Kreisverbandes Rügen-Stralsund e.V. in der Parkstraße 9 auch die Kleiderkammer des DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e.V. in der Mühlgrabenstraße 10.
Hier können sich Betroffene mit Garderoben aus der Kleiderkammer bevorraten. In einem begrenzten Umfang kann die Versorgung auch über die Obdachlosenunterkunft erfolgen. Auch die medizinische Versorgung ist, wie bereits erwähnt, grundsätzlich für die Betroffenen gewährleistet. Ferner möchten Sie wissen, welche Möglichkeiten bestehen, um Obdachlose aus anderen Stadtgebieten ein Erreichen der Notunterkunft zu erleichtern. Die Obdachlosenunterkunft befindet sich in der Mühlgrabenstraße 10 im Stadtteil Grünhufe. Die Betroffenen können diese zu Fuß oder auch mit den Linien 6 und 8 des Nahverkehrs des Landkreises Vorpommern-Rügen erreichen, da sich die Bushaltestelle Mühlgrabenstraße in unmittelbarer Nähe der Obdachlosenunterkunft befindet. Mit der letzten Anfrage möchten Sie informiert werden, wie hoch die Zahl der Obdachlosen in Stralsund ist, die keine Hilfeeinrichtungen aufsuchen und nicht von staatlicher Hilfe abhängig sein wollen. Wie bereits geschildert, muss man zwischen der freiwilligen und unfreiwilligen Obdachlosigkeit unterscheiden. Die freiwillige Obdachlosigkeit ist, wie bereits erwähnt, ein Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit. Und es besteht auch keine Registrierung und Meldepflicht für freiwillig obdachlose Menschen. Insoweit ist es der Verwaltung nicht möglich, über die Zahl der Obdachlosen in Stralsund zu informieren, die keine Hilfeeinrichtungen aufsuchen und nicht von staatlicher Hilfe abhängig sein wollen. Vielen Dank. Danke, Herr Grosch. Gibt es zu 7.10, bitte, Herr Quintaler-Schmidt. Eine Zusatzfrage. Es gab ja jetzt kürzlich so einen schrecklichen Todesfall eines Obdachlosen. Da wäre unsere Frage, ob das der einzige Fall war, der hier in Stralsund war. Und wenn ja, das hing ja wohl irgendwie damit zusammen, dass es so kalt war und dass er wohl Feuer gemacht hatte. Zumindest konnte ich das so ähnlich der Presse entnehmen. Gibt es da irgendwelche Ansätze der Stadtverwaltung, was zu tun, damit sowas nicht nochmal vorkommt, so ein schrecklicher Fall wie dieser? Also nochmal, die Hansestadt Stralsund ist zuständig für die ordnungsrechtliche Unterbringung von unfreiwilligen Obdachlosen. Sollte sich der Verdacht bestätigen und es handelt sich tatsächlich um den Obdachlosen, dann handelt es sich um eine freiwillige Obdachlosigkeit. Also vielleicht kann ich das nochmal... Herr Oberbürgermeister. Im Grunde bemühen sich auch meine Mitarbeiter, mit diesen Menschen zu sprechen. Uns muss klar sein, dass aufgrund der Freiheit, so wie es jetzt auch schon gesagt worden ist, die Möglichkeit besteht, so zu leben. Das können wir auch nicht unterbinden oder irgendwie anders gestalten. Wir haben zusätzlich jetzt in der kalten Jahreszeit zu dem, was wir sonst sowieso schon gemacht haben, mit Polizei und anderen gesprochen, die teilweise sogar geguckt haben und geschaut haben, wo die Menschen sind. Es geht weit über das hinaus, glaube ich, was man sonst in dem Kontext machen kann. Ich selber muss sagen, habe mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und mich teilweise auch sehr stark darüber geärgert, weil, wie soll ich das sagen, es ist auch ein trauriger Zustand, dass Gesellschaft oder auch die Stadt jetzt am Ende so dasteht nach dem Motto, wieso passiert sowas in eurer Stadt? Und mir macht das ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, dass wir im Grundsatz uns zwar bemühen können und alles tun können, um zu verhindern, dass sowas passiert, aber wir haben halt auch die Freiheit an der Stelle zu respektieren, auch wenn wir selber vielleicht damit Schwierigkeiten haben, das zu verstehen und dann am Ende uns sogar dafür schuldig fühlen für eine Sache, wo man sagt, naja, wir haben die jetzt nicht verursacht, wir sind wirklich bemüht, alles zu tun, aber am Ende ist der Mensch frei, sich für Dinge zu entscheiden und du kannst nicht den ganzen Tag hinter denen herrennen und gucken, was die gerade machen oder wie es denen geht. Nochmal, jetzt wo objektiv die Temperatur niedrig war, habe ich sogar am Wochenende Leute losgeschickt, die noch geguckt haben, wo die Frau vor Edeka ist und fern nicht alles, aber der Punkt ist einfach, dass wir diesen Konflikt haben, auf der einen Seite, dass die Freiheit über all diesen Dingen steht und die so weit geht, dass es sogar Recht auf Verwahrlosung gibt. Und das ist einfach so. Danke, Herr Oberbürgermeister. Gibt es eine Aussprache? Nicht? Danke. Frau Voss, eine Nachfrage. Eine Nachfrage nicht, aber erstmal recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bin sehr beeindruckt, was ich auch heute in dem sehr guten Zeitungsartikel lesen konnte. Und möchte jetzt an erster Stelle einfach auch nochmal Herrn Huth und seinem Team hier von unserer Herberge in der Mühlgramstraße danken für das Engagement. Und ich denke, dass wir gemeinsam einen Weg finden, um auch in Zukunft für die Menschen da zu sein, die obdachlos werden, freiwillig oder unfreiwillig. Vielen Dank. Ich denke mal, die Bürgerschaft kann sich diesen Dank anschließen. Danke. Aussprache dann nicht mehr.
Danke, Herr Grosch. 7.12, Entwicklung des Bestandes an Sozialwohnungen. Einreicher Uwe Jungnickel, linke offene Liste. Herr Wohlgemuth, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Jungnickel. Vielleicht zunächst eine allgemeine Vorbemerkung zu Ihren Fragen. Diese beziehen sich offenbar auf den durch Kommunal- und Landesdarlehen geförderten und deshalb belegungsgebundenen Wohnraum. Gern beantworte ich diese Fragen im Einzelnen, möchte jedoch gleichzeitig auf die begrenzte Aussagekraft dieser Zahlen in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum für bedürftige Personen hinweisen. Die Laufzeit für diese Art der Wohnraumförderung enden weitgehend in den nächsten 3 Jahren. Mittlerweile erfolgt die Unterstützung bedürftiger Personengruppen bei der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums maßgeblich über Leistungen für die Kosten der Unterkunft gemäß SGB 2 und 12. Träger dieser Leistung ist der Landkreis, der sicherlich auch zu den konkreten Anforderungen und Bedarfen aussagefähig wäre. Die Kriterien und Richtwerte im Einzelnen sind in der Verwaltungsvorschrift des Landkreises Vorpommern-Rügen zur Angemessenheit der Bedarfe für Kosten der Unterkunft und Heizung enthalten, die auch im Internet einsehbar ist. Allein die SWG verfügt über mehr als 2.500 Wohneinheiten, die der Angemessenheit der Kosten für die Unterkunft gemäß dieser Vorschrift entsprechen. Nun zu Ihren Fragen nach Sozialwohnungen, hier im Sinne von belegungsgebundenem Wohnraum. Und zwar erstens, wie hat sich der Bestand an Sozialwohnungen nach Kenntnis der Stadtverwaltung jährlich seit 2007 entwickelt und wie ist der aktuelle Bestand? 2007 fielen noch 280 Wohneinheiten unter die Belegungsbindung. Davon sind entfallen 2008 20 Wohneinheiten, 2014 18 Wohneinheiten und 2015 12 Wohneinheiten. Aktuell fallen also noch 230 Wohneinheiten unter die Belegungsbindung. Zur Frage 2. Wie viele Wohnungen fallen nach Kenntnis der Stadtverwaltung in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils vermutlich aus der Sozialbindung und wie viele sind davon altersgerecht bzw. barrierefrei? Nach Kenntnis der Stadt wird die Belegungsbindung in den Jahren 2018 für 66 Wohneinheiten, alle barrierefrei, entfallen, 2019 für 48 Wohneinheiten, auch alle barrierefrei und 2020 für 76 Wohneinheiten, davon 3 Wohneinheiten barrierefrei. Und zur Frage 3, wie groß ist aus Sicht der Stadtverwaltung der Bedarf an Sozialwohnungen gegenwärtig und wie viele davon müssten altersgerecht und wie viele barrierefrei sein? Der Wohnungsmarkt in der Hansestadt Stralsund ist als insgesamt relativ entspannt zu bezeichnen. Der Leerstand beträgt insgesamt noch über 4% und damit über dem Niveau zum Beispiel von Greifswald und Rostock. Eine Konzentration des Leerstandes ist in Grünhufe und Knieper West zu verzeichnen. Insbesondere in diesen Stadtgebieten besteht ein relativ niedriges Mietniveau, das auch über den freien Wohnungsmarkt von bedürftigen Personen in Anspruch genommen wird. Derzeit sind allein bei den 3 großen Stralsunder Wohnungsunternehmen zwischen 10% und 20% der Wohnungen barrierefrei und damit altersgerecht mit zunehmender Tendenz, da der barrierefreie Umbau des Wohnungsbestandes aktuell von allen Unternehmen mit hoher Intensität im Zuge von Sanierungsmaßnahmen betrieben wird. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich einerseits aus der steigenden Nachfrage für barrierefreien Wohnraum und andererseits aus den gesetzlichen Vorgaben. Gemäß Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern müssen bei Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses oder Wohnungen in mehreren Geschossen barrierefrei erreichbar sein. Dies gilt sowohl für den Neubau als auch für genehmigungspflichtige Änderungen, das heißt bei umfassender Sanierung von Wohngebäuden. Danke, Herr Wohlgemuth. Herr Jungnickel, Nachfrage. Eine ganz konkrete Nachfrage, Herr Wohlgemuth. Gibt es aus Ihrer Sicht bei uns in der Stadt genügend Wohnungen, die der KDU-Richtlinie des Kreises entsprechen? Ja, wie ich anfangs sagte, Leistungsträger ist nach SGB 212 zunächst mal der Landkreis. Das heißt, diese Aussage kann eigentlich nur der Landkreis in diesem Sinne treffen. So, Aussprache. Wollen Sie eine Aussprache? Bitte, Herr Oberbürgermeister. Also man kann vielleicht ergänzen, dass der Bund ja noch einen erheblichen Mittel zur Verfügung gestellt hat, für dieses Thema auch weitere zur Verfügung stellen will. Im Übrigen liegt ja noch eine ganze Menge von diesem Geld beim Land in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es bestimmt noch Optionen. Ansonsten kann ich sagen, was die Hansestadt Stralsund zusätzlich tut. Ich bin sehr froh, so wie Herr Wohlgemuth das ausgeführt hat, dass wir leistungsfähige Wohnungsbaugesellschaften haben, auch eine eigene,
wo wir genau darauf achten, dass wir die Rahmenbedingungen eben haben und möglichst niedrige Mieten haben. Und ich möchte zudem auch noch auf eine Jahrhundertaufgabe der Hansestadtstraße und hinweisen. Wir haben mit der Brunst-Weber-Stiftung eben eine Stiftung, die sich über diese lange Zeit mit diesem Thema schon auseinandersetzt und wo wir nach wie vor eben Wohnraum auch nochmal besonders zur Verfügung stellen und auch das Ziel haben, gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft, mit der Brunst-Weber-Stiftung im Kontext mit der Entwicklung der Frankenvorstadt eben auch hier nochmal ein größeres Gebäude zu bauen, was die Anforderungen erfüllt, um auch darauf zu achten, dass eine Frankenvorstadt eben durch die Sanierungswelle eben auch die Situation entsteht, dass auch vielleicht Menschen, die sich dann sozusagen die neueren Wohnungen eher nicht mehr leisten können, hier trotzdem bleiben können oder wieder herkommen können. Danke, Herr Bürgermeister. Aussprache dann erledigt. Danke, Herr Wohlgemuth. 7.13, bedarfsgerechtes Angebot an öffentlichen Toiletten in der Hansestadt Stralsund. Einreicher Herr Marc Quintana Schmidt, Fraktion Linke, offene Liste. Herr Tutlis nochmal bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Quintana Schmidt, ich verlese zunächst die Fragen. Wie ist die Hansestadt Stralsund als staatlich anerkannter Erholungsort mit einem bedarfsgerechten Angebot an öffentlichen Toiletten zur Saison 2018 aufgestellt? Wie hat sich das Angebot an öffentlichen Toilettenanlagen seit der Berichterstattung in der Bürgerschaft am 6.11.2014 entwickelt? Bitte schlüsseln Sie im Vergleich zu heute nach Anzahl der A. öffentlichen Toilettenanlagen, die im Auftrag der Hansestadt Stralsund betrieben werden, B. öffentliche Toiletten, die durch Privatpersonen betrieben werden und C. öffentlich behindertgerechte Toilettenanlagen. In welchen Zeitabständen wurde wann, von wem und im oben genannten Zeitraum die Qualität der Toilettenanlagen auf Sauberkeit und Hygiene überprüft? Und wie schätzt die Verwaltung die Entwicklung der Angebote ein und welche Planung gibt es, das Angebot zu erweitern und um als Stadt einen staatlich anerkannten Erholungsort gerecht zu werden? Gestatten Sie mir, dass ich zunächst auch auf Ihre in der Begründung aufgeführte Auflistung eingehe. Das Angebot Rathauskeller wurde durch die Hansestadt Stralsund zusätzlich nach dem Jahr 2014 geschaffen. Es steht in der Zeit von April bis Oktober zur Verfügung. Am Busbahnhof wurde der völlig marode Container entfernt und dafür das danebenstehende Achteck instand gesetzt. An diesem Standort soll zukünftig ein weiteres Parkhaus entstehen. Weitreichende Investitionen sollten daher aus meiner Sicht zurzeit nicht vorgenommen werden. In der Anlage auf dem neuen Markt wird nach wie vor eine Wickelmöglichkeit vorgehalten. Die Anlage an der Stadtmauer wurde nachweislich nicht genutzt, da die anliegenden Parkplätze als Bewohnerparkplätze ausgewiesen wurden und keine Touristenströme dort mehr existieren. Zu Ihren Fragen im Einzelnen. Im Zuge des Betreiberwechsels wurden diverse Mängel an einzelnen WC-Anlagen behoben. Im Einzelnen wurden, wie erwähnt, die WC-Anlagen am Busbahnhof instand gesetzt und wieder in Betrieb genommen. Dies bezieht sich auch auf die WC-Anlage am Strand Delfin. Im Einzelnen werden nachfolgende Anlagen saisonal betrieben. Der WC-Standort Delfin, die WC am Busbahnhof, die WC-Anlage im Rathauskeller, die WC-Anlage Strandbad, das ist ein Containerbetrieb, die WC-Anlage Hafeninsel, die WC-Anlage am Ippenkai, also das sind nicht WC-Anlage, das sind Toiletten, Toi-Toi-Dixis für die Heringssaison. Im Dauerbetrieb werden nachfolgende Anlagen betrieben. Die WC-Anlage Külpstraße, hier kam es in Vergangenheit zu technischen Störungen am Behinderten-WC. Ersatzweise wurde das WC daher im Rathauskeller in Betrieb genommen und die WC-Anlage im Foyer des Rathaus zur Verfügung gestellt. Die WC-Anlage Trelleburger Platz wird über einen Automatikbetrieb betrieben. Hier wurden zum wiederholten Male die Automaten zerstört. Der Wechsel dieser Anlage erfolgt in den nächsten Wochen. Privat betrieben werden nach Kenntnis des ZGM folgende WC-Anlagen. Die WC-Anlage Nordmole, also die City Marina, WC-Hauptbahnhof durch die Deutsche Bahn, WC-Parkhaus Ozeaneum durch den Yachtcharter Ilön und die WC-Anlagen in den Parkhäusern Meeresmuseum und am Hafen durch die Pächter besser parken. Als behindertengerechte WCs werden in Stralsund vorgehalten.
das WC im Welterbehaus, das WC im Rathausfoyer, das WC in der Kölbstraße, ein WC-Anlage oder ein WC im neuen, in der Anlage am Neuen Markt, ein WC in der Anlage Trelleborger Platz, das WC auf der nördlichen Hafeninsel im Container im Sommerbetrieb ist behindertengerecht, im Parkhaus Ozeaneum und im Parkhaus am Hafen sind die Toiletten ebenfalls teilweise behindertengerecht und die WC des Achteck am Busbahnhof ist behinderten- oder barrierefrei. Ebenso verfügen die kulturellen Einrichtungen der Hansestadtstraße und das Kulturhistorische Museum, die Stadtbibliothek, die Musikschule und den Tierpark über behindertengerechte Toiletten. Zur Frage 2. Die Absicherung von Hygiene und Sauberkeit wird in regelmäßigen Abständen durch das ZGM überprüft und natürlich täglich durch den Betreiber und Pächter. Ferner werden Beschwerden über den Zustand der WC-Anlagen von der Tourismuszentrale zum Beispiel direkt an den Pächter angezeigt. Es gibt eigentlich keine Beschwerden mehr speziell über die Sauberkeit und Hygiene. Im Jahr 2016 wurden nach einem Ausschreibungsverfahren die Bewirtschaftung der Toiletten neu vergeben. Die Übergabe erfolgte am 15.12.2016. Voll funktionsfähig waren damals die Toilette am Neuen Markt, die Toilette in der Kölbstraße und die WC-Anlage im Rathauskeller. Die anderen Pachttoiletten waren alle außer Betrieb bzw. nicht in dem Zustand, dass man sie benutzen könnte. Im Einzelnen waren das die Toiletten auf dem Busbahnhof, die Toiletten Trelleborger Platz und die Toilette im Delfin im Park. Die Toilette am Hafen zwischen den Speichern, also diese Containeranlage, ist nur in der Saison vom April bis Oktober im Einsatz gewesen. Nach dem Pächterwechsel wurden folgende Maßnahmen ergriffen. Auf den Neuen Markt wurde sofort angefangen, das gesamte Objekt zu sanieren und zu malen. Es wurde in einem Zustand übergeben, der nicht mehr tragbar war. Urinale waren verstopft, Spülkästen haben nicht mehr geschlossen. Der gesamte Abfluss musste gespült werden und Rohrleitungen erneuert werden, die sehr stark verkalkt waren. Es wurden alle Türen erneuert, die sehr alten waren sehr stark verschmutzt und beschädigt. Es mussten ebenfalls Toilettenbecken, Urinale, Waschbecken und Eckventile sowie die Wasserhähne ausgetauscht werden. Die Elektrik wurde überprüft und alle Deckenleuchten ausgetauscht. Das gesamte Objekt wurde im Innenbereich mit neuem Anstrich versehen. Im Außenbereich wurden die Eingangstüren und auch die Türen für den Rollstuhlbereich mit Holz verkleidet und dem äußeren Erscheinungsbild angepasst. In der behindertengerechten Toilette wurde der Fußboden überarbeitet, die Toilette ausgetauscht, das Waschbecken wieder in Einsatz gebracht und auch der gesamte Bereich mit Farbe überarbeitet. Ein Wickeltisch befindet sich jetzt in einem Raum, der auch im Winter beheizt ist. Die Öffnungszeiten sind immer von 8 bis 19 Uhr in der Saison auch, 8 bis 18 Uhr in der Saison auch bis 19 Uhr. Die Toilette in der Kölbstraße ist schon immer ein Problemkind von uns. In der Damentoilette sind die Wandspüler laufend defekt. Laut Aussage des Hausmeisters können keine Teile mehr für die alten Anlage bestellt werden und investieren möchte der Eigentümer ebenfalls nicht. Aus diesem Grund haben wir die Toilette im Rathauskeller übergangsweise wieder geöffnet, da diese eigentlich immer nur in der Saison und zum Weihnachtsmarkt geöffnet hatte. Mittelfristig soll die Anlage komplett überarbeitet werden. Die behindertengerechte Toilette ist das ganze Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind hier von 8 bis 18 Uhr. Die Toilette im Rathauskeller ist nur zur Saison geöffnet. Die Saison beginnt am 1.4. und endet am 30.9. des Jahres. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 18 Uhr. Die Toilette am Busbahnhof, der alte Container, wurde entsorgt. Im Mai 2017 wurde mit der Sanierung des Achtecks begonnen. Es war in der gesamten Anlage nichts mehr funktionstüchtig. Sie war komplett verdreckt und die Abflussleitungen mussten gereinigt und auch teilweise ausgetauscht werden. Im Funktionsraum waren Wasserleitungen auseinandergefroren, der Wasserfilter war geplatzt und die Magnetventile für die Wasserversorgung der Sanitäranlagen waren nicht mehr einsatzbereit, sodass alles erneuert werden musste. Die Hauptabflussleitungen wurden alle neu verlegt, sie waren teilweise stark verdreckt und verkalkt, sie wurden getauscht. Beide Türautomaten werden zerstört und konnten nicht mehr repariert werden, es wurden neue bestellt und eingebaut. Die Außenfassade ist grob gereinigt und wird vorbereitet, sodass die Jugendkunstschule im Frühjahr einen Anstrich vornehmen kann, das hat sie uns zugesagt. Öffnungszeiten sind hier 6 bis 22 Uhr. Die Toilette am Trelleburger Platz. Diese Toilette wurde nur noch von den Händlern des Fischmarktes genutzt. Sie hatten einen Schlüssel vom Vorgänger bekommen. Die Anlage war sehr stark verdreckt, sowohl gereinigt und überarbeitet. Das Türsystem ist defekt. Der Münzautomat wurde mehrmals mutwillig zerstört und gestohlen. Wir versuchen seit langem eine Lösung zu finden und denken, dass wir im Anfang April einen neuen Automaten einsetzen werden und dann die Anlage wieder für jedermann geöffnet ist. Toilette Delfin. Die Anlage wurde durch den vorigen Pächter nicht winterfest gemacht. In der Folge wurde
alles durch den Frost zerstört. Der Zulauf zum Urinal war geplatzt, auch das Magnetventil für die Wasserzufuhr war nicht mehr einsatzbereit und wurde erneuert. Der elektronische Wasserhahn wurde ebenfalls durch den Frost beschädigt und musste erneuert werden. Der Münzautomat war sehr stark beschädigt. Er wurde neu bestellt und ausgetauscht. Diese Anlage wurde im Juni 2017 in Betrieb genommen. In diesem Bereich haben wir leider sehr stark Graffiti-Schmierereien zu tun. Die Öffnungszeiten in der Saison vom April bis im Oktober sind, da es ein Automat ist, rund um die Uhr. Nördliche Hafeninsel, Toiletten- und Containeranlagen. Sie werden im Hafen zwischen den Speichern in der Saison vom April bis Oktober zur Verfügung gestellt. Die Öffnungszeiten sind dort dann täglich von 8 bis 18 Uhr. Zu drittens. Mit Vergabe des Titels als staatlich anerkannter Erholungsort wurden die vorgehaltenen Anlagen als ausreichend eingeschätzt. Es wurde von Seiten der Bewertungskommission keine zusätzlichen Forderungen bezüglich Ausbau und Betreibung gegenüber der Hansestadt Stralsund erhoben. Die Forderung, innerhalb der Altstadt Stralsund das Angebot zu erweitern, ist aufgrund der baulichen Enge fast nicht möglich. Nur im Zuge der Umgestaltung von Plätzen oder Quartieren ist es möglich, vor allen Dingen im Bereich Busbahnhof, Neuer Markt oder nördliche Hafeninsel. Unter Berücksichtigung der bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel erzielen wir ein akzeptables Ergebnis. Nicht mehr und nicht weniger. Danke. Danke, Herr Tudlis. Ich glaube, keine Nachfragen, oder? Bitte, Herr Quintana. Ich wollte mich nur für die ausführliche Beantwortung unserer Frage bedanken und vielen Dank. Gut, keine Aussprache. Danke, Herr Tudlis. Das war sehr ergiebig. So, Herr Budde, die Fragestunde ist um. Wollen Sie das schriftlich oder zur nächsten Bürgerschaft? Ich wollte zu der Frage nicht Stellung nehmen. Nein, können Sie nicht. Leider ist es eine Fragestunde. Möchten Sie das schriftlich beantwortet haben oder wollen Sie zur nächsten Bürgerschaft dann wieder aufs? Zur nächsten. Zur nächsten, gut, danke. 715, Grundstücksangelegenheiten Hansestadt Stralsund gegen Neuendorf, Herr Lag. Schriftlich oder nächste Bürgerschaft? Schriftlich, danke. 716 zur Zukunft der ehemaligen Leichenhalle. Frau Fechner, ist nicht schriftlich, danke. 717 Gebäudenutzung der ehemaligen Kinderbibliothek. Herr Smürer, schriftlich, danke. 718 Datenschutz in der Verwaltung. Herr Miseler, schriftlich, danke. 719 Perspektive der langen Nacht des offenen Denkmals. Herr Arnold von Bosse? Schriftlich, danke. Das sind dann die Fragen gewesen. So, es freut mich, dass heute drei Einwohnerfragen da sind. Wir kommen zur ersten Einwohnerfrage von Herrn Peter Mühle. Und zwar geht es hier um die China-Reise. Frau Steffi Behrendt hat sich vorbereitet. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Mühle, vielen Dank für Ihre beiden Fragen. Ich verlese zunächst Frage 1. Im Jahr 2017 hat eine Delegation aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, der Bürgerschaft und der Wirtschaft eine Region in der Volksrepublik China besucht, mit dem Ziel, wirtschaftliche Verbindung und Zusammenarbeit herzustellen. Welche Art von wirtschaftlicher Zusammenarbeit gibt es bereits? Und welche ist zu erwarten? Genau ein Jahr, und zwar tatsächlich auf den Tag genau, liegt jetzt die Delegationsreise nach China zurück. Und rückblickend kann ich sagen, dass es seitdem eine ganze Reihe deutsch-chinesischer Aktivitäten gegeben hat und wir nahezu in jedem Monat entweder eine Delegation begrüßen konnten oder Veranstaltungen mit China-Bezug stattgefunden haben. Gerade in der vergangenen Woche haben wir 25 Berufsschullehrer aus Hefei in Stralsund empfangen. Und bei all diesen Aktivitäten spielt immer auch das Konfuzius-Institut Stralsund eine Rolle, wofür wir auch sehr dankbar sind. Ziel der China-Reise war es, einen Eindruck von unserer neuen Partnerstadt und der Provinzhauptstadt Hefei zu bekommen, Themen für eine mögliche Zusammenarbeit zu finden, China, seine Kultur, seine Geschichte, seine Landschaften, sein Potenzial und seine Menschen kennenzulernen und durch Gespräche vor Ort auch Vertrauen zueinander aufzubauen. Auch das Ausloten wirtschaftlicher Kooperation stand auf unserer Reiseagenda, worauf Sie in Ihrer Frage ja auch explizit zu sprechen kommen. Es gab während unserer Reise Gespräche mit Vertretern chinesischer Wirtschaftszonen, das sind so eine Art riesiger Industriegebiete, unter anderem auch in der Hightech- und Wirtschaftszone Hefei.
Als ein potenzielles Gebiet wirtschaftlicher Zusammenarbeit hat sich in den Gesprächen vor Ort der Bereich der modernen Abfallwirtschaft erwiesen. Zu diesem Thema wurde auf Initiative des Konfuzius-Instituts Stralsund im vergangenen Jahr ein Wirtschaftsforum mit chinesischen und deutschen Partnern in Stralsund durchgeführt. Aus diesem Forum heraus haben sich nun Partner auf der Arbeitsebene gefunden, so zum Beispiel die Stralsunder Entsorgungsgesellschaft, die Universität Rostock und eben auch Vertreter aus Huangshan und aus Hefei. An der Universität Rostock werden Studierende unter anderem aus China am Lehrstuhl für Abfall- und Stoffstromwirtschaft ausgebildet. Diese nutzen jetzt regelmäßig die Stralsunder Entsorgungsgesellschaft für Exkursionen und auch Praktika. Mit den bestehenden Kontakten dieses Rostocker Lehrstuhls nach China ist es das gemeinsame Ziel, ein Referenzprojekt für moderne Abfallwirtschaft in einer der Sonderwirtschaftszonen der Region Hefei oder eben auch Huangshan aufzubauen. Und an der Vorbereitung dieses Projektes wird gegenwärtig mit den genannten Partnern auch gearbeitet. In Ihrer zweiten Frage fragen Sie, ob eine einmal im Halbjahr bzw. Jahr gemeinsame Zusammenkunft von Neubürgern mit dem Oberbürgermeister und Präsidenten der Bürgerschaft im Rathaus zum Kennenlernen und Gedankenaustausch bei Führung durch das Rathaus die Willkommenskultur für beide Seiten fördern könnte oder würde. Hier könnte ich einfach Ja sagen. Natürlich fördern solche Veranstaltungen die Willkommenskultur. Und wir haben in der Verwaltung in der Vergangenheit auch verschiedene Willkommensgesten gegenüber unseren neuen Bürgern diskutiert. Daraus entstand zunächst die von Ihnen ja auch erwähnte Neubürger-Willkommensbroschüre. Allein die Zahl der statistisch verzeichneten Zuzüge pro Jahr würde uns allerdings tatsächlich organisatorisch an Grenzen hier im Rathaus bringen. Im Jahr 2017 haben wir rund 3.900 Zuzüge im Einwohnermelderegister erfasst. Für das Jahr 2016, das habe ich mir auch noch mal geben lassen, 4.600. Und wollten wir all diese Neubürger zu einer Veranstaltung einladen, wäre das tatsächlich schwierig. Hinweisen möchte ich jedoch auf das Welcome Center Vorpommern-Rügen, über das ja heute auch beraten und ein Beschluss gefasst werden soll. Das Welcome Center soll im Grunde genau das sein, auf das es Ihnen, Herr Mühle, ankommt, nämlich Anlaufstelle und Starthilfe für Zuzügler zu sein. Standort ist ja Stralsund und Ziel ist es dort tatsächlich, die Willkommenskultur weiterzuentwickeln. Hier geht es ganz konkret um die Beratung im Kontext der neuen Lebenssituation, um Beratung zu Themen wie Arbeit, Wohnen, Familie, Freizeit und Soziales in der neuen Stadt. Und ich schlage daher vor, dass wir als künftiger Projektpartner einfach schauen, welche Ideen die Mitarbeiter des Welcome Centers haben. Und möglicherweise gibt es dort bereits Vorstellungen, auch zu Veranstaltungsformaten, die sich mit Ihrem Anliegen, Herr Mühle, verbinden lassen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass wir einen Passus in der neuen Entgeltordnung unserer Stadtbibliothek haben, die heute ebenfalls auf der Tagesordnung steht, in der wir Neubürgern ein dreimonatiges, kostenloses Schnupperangebot unterbreiten, das sie innerhalb von 6 Monaten nach Zuzug wahrnehmen können. Und hinweisen möchte ich auch auf die Aktivitäten für die Erstsemester der Hochschule, denen wir mit Sonderöffnungszeiten in der Meldestelle einen besonderen Service bieten, den wir aber auch im Rahmen der Erstsemesterwoche in Form von Vorträgen und dem Gutscheinheft unsere Stadt nahebringen. Es gibt also über die Neubürgerbroschüre hinaus mittlerweile weitere Willkommensgesten der Stadtverwaltung. Herzlichen Dank, Frau Städte-Behrendt. Herr Müller, Nachfrage. Das Mikro, Herr Mühle, da steht das Mikro da hinten. Herr Mühle, das Mikro, ja. Zu den genannten Zahlen, die Frage, sind da auch die Studenten mit einbezogen? Die sind da auch mit einbezogen, ja. Dankeschön. Danke, Frau Behrendt. Kommen wir zu 8.2. 8.2. Frau Caroline Rüssing, ist sie anwesend? Ja. Ah ja, gut, da ist sie. Anfrage an die Bürgerschaft. Herr Höndorf, beantwortet bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, die Anfrage bezieht sich auf die Einführung der elektronischen Akte in der Verwaltung sinngemäß wie folgt. Erstens, ist es richtig, dass mit der Einführung der E-Akte alle Angaben über einen jeweiligen Bürger zentral erfasst werden
und somit dieser sein Anliegen an einer Anlaufstelle erledigen kann. Zweitens, es stellt sich die Frage, welche Daten von welcher Behörde oder anderen Firmen gesammelt werden, wer Zugriff auf diese Daten hat, mit welcher Zugriffsbefugnis und wie diese Daten vor Missbrauch geschützt werden sollen. An welcher Stelle hier in Stralsund können die E-Akten eingesehen und auf ihre Richtigkeit kontrolliert werden? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rüsing, erlauben Sie mir bitte, die Fragen zum besseren Verständnis für die Einreicherin in einem systematischen Zusammenhang zu beantworten. In der Sitzung am 7. Dezember 2017 teilte der Präsident der Bürgerschaft mit, dass der Prüfauftrag der Bürgerschaft zur Einführung der elektronischen Akte in der Verwaltung aus der Sitzung vom 18. Mai 2017 seitens der Verwaltung als sinnvoll angesehen wird und bereits in einigen Bereichen der Verwaltung eine elektronische Aktenführung vorgenommen wird. Die Umstellung auf eine elektronische Aktenführung beinhaltet, vereinfacht gesagt, zunächst nichts weiteres, als dass die bisher in Papierform geführten Akten nunmehr digital geführt werden. Dies ist der Grundbaustein für die Modernisierung der Verwaltungsarbeit. Gleichzeitig ist dies aber auch der Grundbaustein dafür, den Bürgerinnen und Bürgern künftig Serviceleistung auf digitalem Wege, unter anderem auf der Homepage der Hansestadt Stralsund, zur Verfügung zu stellen. Eine zentrale Erfassung von persönlichen Daten gibt es verständlicherweise auch bei der elektronischen Aktenführung nicht. Die erforderlichen Daten werden nur in dem jeweiligen Fachverfahren gespeichert und sind auch nur für die mit der Bearbeitung der Aufgaben beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsehbar bzw. veränderbar. So werden, wie auch bisher, die erforderlichen Meldedaten im Melderegister, die Führerscheindaten im Führerscheinregister und die Fahrzeugdaten im Fahrzeugregister und so weiter gespeichert. Eine Übermittlung der Daten an andere Behörden oder sonstigen Stellen erfolgt ebenfalls nur auf Grundlage der dafür geltenden rechtlichen Bestimmungen und auch nur auf Veranlassung der jeweiligen Fachbehörde. Auch in Bezug auf das Akteneinsichtsrecht besteht kein Unterschied zu den bisher geführten Papierakten. Jeder hat das Recht, Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten zu bekommen und Einsicht in die über ihn geführten Akten zu nehmen. Für Fragen oder Anliegen besteht unter anderem die Möglichkeit, sich an den Datenschutzbeauftragten der Hansestadt Stralsund oder des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu wenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Frau Rüsing, eine Nachfrage? Keine. Dankeschön. Danke, Herr Rindorf. Kommen wir zum Top 8.3. Bürgerinitiative Keine Schwarzerlen im Großlürsheger Weg. Frau Heike Lissner ist die Sprecherin. Ich sehe, es sind viele Anwohner vom Großlürsheger Weg da, dass sie den Weg hergefunden haben. Schönen Dank. Bitte, Herr Bogusch. Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Lissner. Zunächst auch noch mal die Fragen. Erstens, welche konkreten Maßnahmen sind von der Stadt vorgesehen, um die bereits entstandenen sichtbaren Schäden nachhaltig zu beheben und deren weiterem Fortschreiten, insbesondere im Bereich des Gas und anderer Versorgungsleitungen, vorbeugend entgegenzuwirken? Und was will die Stadt unternehmen, um den Anwohnern das Gefühl der Unsicherheit zu nehmen? Zweitens, in einem Schreiben von Herrn Bogusch an Familie Treichel vom 18. Januar dieses Jahres findet sich folgende Formulierung. Neue Erkenntnisse könnten sich unter Umständen erst im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus im Großlüdersheger Weg ergeben, für den derzeit noch kein Planungs- und Umsetzungshorizont erkennbar ist. Welche konkreten langfristigen Vorbereitungen für einen späteren grundhaften Straßenausbau sind bereits im Vorfeld dieser Maßnahme geplant, damit sich neue Erkenntnisse, zum Beispiel Schäden an Versorgungsleitungen, nicht erst bei Baubeginn ergeben? Und warum ist noch kein Planungs- und Umsetzungshorizont erkennbar?
Und drittens, wie will die Stadt die Verkehrssicherheit von Radfahrern und Fußgängern, insbesondere Senioren, sicherstellen, da der seit vielen Jahren als Radweg genutzte Randstreifen durch die Begrünung und Baumpflanzung ersatzlos weggefallen ist, wodurch nun vor allem den Kindern aus dem Wohngebiet kein sicherer Schulweg mehr garantiert ist? Zur Beantwortung. Zuerstens. Die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen werden durch die Straßenbegeher in einem circa vierteljährlichen Turnus begangen und dabei festgestellte Schäden erfasst und je nach Erfordernis, soweit sie der Verkehrssicherheit gefährden bzw. beeinträchtigen, auch schnellstmöglichst behoben. Auch die von den Stadtwerken betriebenen Fähr- und Entsorgungsanlagen unterliegen einer in den technischen Regelwerken festgelegten turnusmäßigen Kontrolle. So wird das Abwassersystem, die Schmutz- und Regenwasserkanal, durch wiederkehrende Kanalbefahrung und regelmäßige Spülen- und Unterhaltungsmaßnahmen kontrolliert und instand gehalten. Das Trinkwasserrohrnetz wird ebenfalls durch regelmäßige Inspektionen und Dichtheitsprüfungen auf mögliche Leckagen untersucht. Dies erfolgt mittels Geräuschpegelmessung in regelmäßigen Intervallen. Bei Verdachtsmomenten werden die Intervalle entsprechend vervielfacht. Auch die von Ihnen explizit erwähnten Gasdruckleitungen unterliegen einem durch technische Vorschriften vorgegebenen regelmäßigen Untersuchungszyklen. Eine grundlegende sicherheitstechnische Anforderung an Gasleitungen ist ihre technische Dichtheit, die auf Dauer zu gewährleisten ist. Hier erfolgt die Prüfung auf Leckage mittels Gasspürgeräten bzw. Gaskonzentrationsmessgeräten. Aufgrund der zuvor geschilderten Maßnahmen zur Erhaltung der Betriebssicherheit der Fähr- und Entsorgungsanlagen ist von einem störungsfreien Betrieb der Anlagen auch auszugehen. Zu zweitens. Der Schutz der Fähr- und Entsorgungsleitungen wird bzw. wurde bei Neubaumaßnahmen unter anderem durch Wurzelschutzwänden oder durch Festlegung von Mindestabständen für Baumstandorte zu Fähr- und Entsorgungsleitungen festgelegt. In urbanen Räumen sind mitunter aber Kompromisse bei der Standortwahl für Baumpflanzung notwendig, um überhaupt eine Begrünung im Straßenraum zu ermöglichen. Bei geringeren Abständen von Bäumen zu Fähr- und Entsorgungsleitungen können durch geeignete Maßnahmen wie Einbau von Wurzelschutzwänden, Schutzfolien gegen Durchwurzelungen von Leitungen oder Substrateinbau unter gering belasteten Flächen zur Förderung des Wurzelwachstums außerhalb der Leitungszonen Vorkehrungen getroffen werden, um überhaupt Baumpflanzungen möglich zu machen. Der überwiegende Straßenneubau im Stadtgebiet wird vorrangig in den Sanierungsgebieten und entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept durchgeführt. Der Groß-Lüdersheger Weg ist nicht Bestandteil eines dieser Konzepte. Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel, die die Stadt jährlich zur Verfügung stehen, ist darüber hinausgehender Straßenneubau nur sehr eingeschränkt möglich. Gegenwärtig liegt der Fokus auf den noch vorhandenen unbefestigten Straßen und Wegen. Zu drittens. Der Groß-Lüdersheger Weg liegt innerhalb einer Tempo-30-Zone. Die Geschwindigkeit gibt damit grundsätzlich nach Straßenverkehrsordnung das Radfahren auf der Fahrbahn vor. Das vorhandene Verkehrsaufkommen von ca. 3000 Kfz pro Tag legitimiert nicht das Fällen einer Allee, um aus Sicherheitsgründen beidseitig einen Radweg anlegen zu können, zumal die durchgehenden Grünstreifen am Damaschkeweg aufhören. Weiterführend fährt der Radfahrer im bereits ausgebauten Straßenabschnitt auf der Fahrbahn. Kinder müssen bis zum 8. Lebensjahr und können bis zum 10. Lebensjahr auf dem Gehweg Fahrrad fahren. Die Breite der Gehwege lässt straßenverkehrsrechtlich nicht zu, die Nutzung der Gehwege für alle Radfahrer freizugeben. Soweit die Antwort. Frau Lesner, Nachfrage bitte. Ja. Könnten Sie bitte ans Mikro gehen hinten? Dann verstehen wir Sie alle. Danke. Tja, erstmal bedanken wir uns für die Beantwortung unserer Fragen. Natürlich sind die Sorgen, die bei uns bestehen, damit jetzt noch nicht genommen. Erstmal die Frage, wie ist das geplant, wenn jetzt tatsächlich Folgekosten entstehen durch Schäden dieser Baumbewurzelung, durch der Versorgungsleitung und diverse? Und wenn jetzt zum Beispiel Unfälle passieren durch nicht intakte Gehwege, Straßen, Wege und so weiter, wie ist da die Planung oder wie ist das vorgesehen? Also Schäden im Bereich der Straße, im Bereich der Versorgungsanlagen
sind von den zuständigen Versorgungsunternehmen bzw. vom Straßenbaulastträger, also der Hansestadt Straße, und auf den eigenen Kosten zu beseitigen. Was Unfälle betrifft, die aufgrund von Straßenschäden passieren, so gilt natürlich zunächst einmal hier Straßenverkehrsordnung, dass man die Geschwindigkeit an den Zustand der Straße anpassen muss. Das ist dann im Zweifelsfall ein Schaden, der bei der Stadt eingereicht werden muss und der von der Versicherung der Stadt geprüft wird, inwieweit die Stadt dafür haftbar gemacht werden kann oder nicht. Dankeschön. Danke, Herr Bogusch. So, damit sind die Bürgeranfragen zu Ende. Wir treten jetzt in eine halbstündige Pause ein. Wir sehen uns wieder um 18.09 Uhr. Gut, meine Damen und Herren, fahren wir mit unserer Bürgerschaftssitzung fort. Anträge. Top 9.1 ist zurückgenommen worden. Top 9.2, Modellregion für den öffentlichen Personennahverkehr. Wer möchte jetzt zuerst reden? Herr Haag, bitte. Herr Präsident, werte Kollegen, werte Gäste. Wir hatten ja gleich am Anfang der heutigen Bürgerschaft unseren Tagesordnungspunkt 9.1 zurückgezogen. Das hat folgenden Grund, dass wir uns eigentlich mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen geeinigt haben, einen gemeinsamen Antrag einzubringen, da die Anträge ja doch fast dieselben Inhalte hatten. Sie haben bloß ganz leicht differiert, sodass es auch einfach war, da zusammen was hinzukriegen. Den neuen Beschlussvorschlag, den wir gemeinsam einbringen, möchte ich jetzt nochmal verlesen. Dafür würde der alte Beschluss entfallen, der vorgeschlagen ist. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob mit dem Landkreis Vorpommern Rügen Gespräche aufzunehmen sind, mit dem Ziel, sich als Modellregion im Rahmen der Planung der Bundesregierung zu einem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu bewerben. Dabei soll auch geprüft werden, ob neben der Kostenfreiheit auch andere Optionen Gegenstand einer Förderung durch die Bundesregierung sein können, die auf einer Fahrpreisreduzierung bei gleichzeitiger qualitativer Verbesserung des ÖPNV hin orientieren. Der Schülerverkehr ist in jedem Fall kostenfrei zu gestalten. Ja, was ist die Begründung? Ich glaube, wir haben gerade in den Zeiten, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, als die Große Koalition sich zusammengerauft oder gerafft, wie man das ausdrücken will, hat, gab es da viele neue Vorschläge. Einer davon war aber auf jeden Fall auch aufgrund der Luftverschmutzung, war der Ansatz, dahingehend, dass es das Ziel sein soll, Modellregionen zu schaffen, wo der Nahverkehr kostenlos ist, um die Auswirkungen zu betrachten auf die Luftqualität und Ähnliches. Es sind immer, das wird sicherlich noch gleich als Gegenargument kommen, es sind schon andere Städte benannt worden, wo dieses gemacht werden soll. Aber wir sind der Meinung, dass es trotzdem einen guten Sinn und Zweck und auch eine Außenwirkung hat, wenn wir es prüfen, ob wir es nicht auch werden können. Denn es hat da wenig Sinn, wenn es festgeschrieben wird in Berlin, es soll sowas passieren, aber eigentlich ist es ja gar kein Modellprojekt, wenn die Modellstädte schon alle feststehen. Und deshalb denken wir ganz einfach, es ist ein Prüfauftrag der OB und seine Mitarbeiter mögen dieses prüfen, ob es nicht doch Sinn und Zweck hat, für unsere Region so durchzuführen. Wir wären auf jeden Fall, wenn es so kommt, ein Gewinner davon, wenn wir die Chance hätten, da was zu erreichen. Und wenn nicht, denke ich, ist es auf jeden Fall ein richtiger Ansatzpunkt, dass man überhaupt in diese Richtung weiterdenkt, das ÖPNV-Netz, gerade in Stralsund, wo wir in letzter Zeit auch einige Streichungen zu verzeichnen hatten, in Stralsund vielleicht doch wieder auf den alten Stand zu bringen und auch finanziell so zu untersetzen, dass es für alle Bürger bezahlbar ist und die gut von A nach B kommen. Vielen Dank. Danke, Herr Haag. Herr Suhr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Haag hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass wir Streichungen zu verzeichnen haben, aber nicht nur das. Wir waren vor geraumer Zeit in der schwierigen Situation, hier zusätzlich Mittel aus dem städtischen Haushalt für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Und das fand statt unter der Androhung oder der Andeutung des Landkreises herzugehen und zu sagen, naja, das Nahverkehrsangebot in Stralsund wird weiter zusammengestrichen.
Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist ein Ansatz, den die Bundesregierung gefahren hat, ich glaube, im Augenblick nicht günstig hinsichtlich der Rahmenbedingungen, aber der grundsätzlich politische Ansatz ist richtig, nicht nur vor dem Hintergrund der Luftverschmutzung, sondern auch vor dem Hintergrund, dass wir was tun müssen, um den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern und dass die Hansestadt Stralsund und wie auch der Landkreis an seine finanziellen Grenzen diesbezüglich kommt. Und vor dem Hintergrund haben wir gerne mit dem Bürger für Stralsund diesen gemeinsamen Antrag gestellt. Ein wesentlicher Punkt, der uns noch wichtig ist und der sich jetzt auch im Antrag wiederfindet, ist der aber nicht ausschließlich auf die Kostenfreiheit zu gucken, sondern ein Nahverkehr, und da denke ich eher an die ländlichen Regionen, der kein adäquates Angebot beinhaltet, da nutzt die Kostenfreiheit überhaupt nichts. Und vor dem Hintergrund muss man, finde ich, auch über Qualität, über bessere Taktung etc. nachdenken. Und wir haben in unserem Ursprungsantrag in der Begründung ja auf das Beispiel Templin gezeigt. Also welche Effekte kann es haben, wenn in einer kleineren Stadt Nahverkehr kostenfrei gestaltet wird und die Nutzerzahlen, die Sie überall lesen können, ein Vielfaches von den Ursprungszahlen bei Kostenfreiheit ausmachen. Die sprechen da eine eigene Sprache. Das ist der Weg, um Verkehr anders zu gestalten und vom Individualverkehr Reduzierungen hinzubekommen. Und deshalb bitte ich sehr um Zustimmung zu unserem Antrag. Herzlichen Dank. Danke, Herr Sohr. Herr Dr. Zabel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Fischer, vielleicht auch für Sie grundsätzlich. Wir als CDU-FDP-Fraktion finden die Vorschläge, die Sie gemacht haben, gut. Wir glauben, dass es notwendig ist, den ÖPNV zu verändern, zu verbessern. Wir glauben auch, dass es langfristig notwendig ist, den ÖPNV gesundheitsfreundlicher zu gestalten, umweltfreundlicher zu gestalten. Und ich glaube auch, und wir glauben auch, dass es ein guter Gedanke ist, den Nahverkehr, den Schülerverkehr kostenlos zu machen, zu allen möglichen Schulen. Ich sage das ganz deutlich. Jetzt kommt das Aber, auf das Sie wahrscheinlich schon gewartet haben. Aber wir glauben, dass das hier nicht die richtige Adresse ist. Es ist bekannt, dass der ÖPNV Kreisangelegenheit ist und Kreistagsangelegenheit ist. Dort gibt es einen eigenen Ausschuss, der sich auch mit dem Schülerverkehr beschäftigt. Das wissen auch die hier Anwesenden. Und insofern müssen wir diesen Antrag an dieser Stelle für die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund ablehnen. Und zwar auch mit der Argumentation, es wäre nur ein Prüfantrag, ist dem nicht geholfen, weil auch ein Prüfantrag aus unserer Sicht Personalressourcen kostet. Und Sie wissen alle, dass die Hansestadt Stralsund, der Oberbürgermeister, Personalstellen schon ohne Ende gestrichen und eingekürzt hat. Und das möchten wir nicht an dieser Stelle nicht mitverantworten. Wir sehen den Antrag hier falsch adressiert, inhaltlich, aber durchaus begrüßenswert. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Zabel. Frau Bartels. Für die SPD-Fraktion kann ich mich dem nur anschließen. Inhaltlich total in Ordnung. Es wird auch von uns, von der SPD-Fraktion im Landkreis, einen ähnlichen Antrag am Montag geben. Aber es ist nicht der richtige Ort und natürlich werden dadurch auch Ressourcen gebunden und wir werden dagegen stimmen. Herr Quintana Schmidt. Ja, also wir als Linke offene Liste unterstützen diesen Antrag im Gegensatz zu den Vertretern der GroKo. Wir sind schon der Auffassung, dass wenn wir hier als Hansestadt Stralsund uns immerhin zusätzlich mit 100.000 Euro am Nahverkehr ja beteiligen, was ja auch vom Landkreis sozusagen erwartet wird von uns, obwohl es ja damals die Zusage gab, wenn die Kreis- und Strukturreform kommt, dann wird alles besser und es wird alles günstiger und der Nahverkehr wird auf dem bisherigen Niveau erhalten. Das ist ja alles nicht eingetreten. Wir zahlen 100.000 dazu. Insofern sehe ich schon, dass der Nahverkehr eine Sache ist, die uns betrifft. Und wie gesagt, wie Herr Dr. Zabel ja auch schon festgestellt hat, das ist ein Prüfauftrag, sollen Gespräche geführt werden mit dem Landkreis. Der Landkreis soll einbezogen werden. Und insofern sehe ich den Antrag sehr wohl als zulässig an. Also das Argument,
an die SPD mit der Zulässigkeit, das ist nicht stichhaltig. Natürlich ist dieser Antrag zulässig. Wenn die SPD einen ähnlichen Antrag im Kreistag einbringt, verstehe ich nicht, warum sie ihn dann hier ablehnt. Das ist mir dann irgendwo nicht nachvollziehbar. Wir unterstützen diesen Antrag also vollumfänglich. Wir sind der Auffassung, dass es positiv ist, hier was für die, also gegen die Umweltverschmutzung zu machen und auch den Nahverkehr insgesamt besser und nachhaltiger aufzustellen und auch die Taktzeiten besser zu machen, gerade in Zeiten, wo der Landrat ja sozusagen in Stralsund versucht, das Gegenteil zu machen, finde ich das genau den richtigen Ansatz. Also wir werden diesen Antrag unterstützen. Herr Suhr, Frau Badl danach. Herr Dr. Zabel, ich verstehe, also ganz aufrichtig gemeint, Ihr Argument nicht. Aus zwei Gründen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ihr zentraler Vortrag, wir finden den Antrag gut, aber die Adresse ist falsch. So habe ich Ihre Argumentation gerade verstanden. Die Adresse ist deshalb nicht falsch, weil wir inzwischen mittendrin sind in der Nahverkehrsfinanzierung mit den 100.000 Euro. Also da kann ich nicht nachvollziehen, aus welchem Grund wir dann nicht einem guten Antrag zustimmen sollten, wenn wir uns gerade mit Geld beteiligt haben. Der zweite Punkt ist, Herr Haag hat richtig ausgeführt, dass der Prüfauftrag ausdrücklich an den Landkreis Vorpommern-Rügen gerichtet ist. Heißt das denn in der Konsequenz, dass wir zukünftig keine Anträge, die an den Landkreis Vorpommern-Rügen gerichtet sind, hier an dieser Stelle mehr verabschieden können, weil die Adresse falsch ist, verstehe ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Und der letzte Punkt, ich gebe zu bedenken, welches Signal es ist, einen solchen Antrag, der nur ein Prüfauftrag ist, aber ein klares Signal, das haben Sie auch gerade eingeräumt, in eine positive Richtung der Umgestaltung des Nahverkehrs gibt. Warum ein solcher Antrag abgelehnt wird, welches Signal das auch gegenüber dem Landkreis ausmacht, halte ich für problematisch. Deshalb bitte ich sehr, Ihre Position noch mal zu überdenken. Frau Badl, danach Frau Kindler. Ja, mit den Signalen ist das so eine Sache, Herr Kollege Suhr. Man sollte eventuell auch, wenn man sowas angeht, sich auch darüber Gedanken machen, was dann eben passiert, wenn möglicherweise so ein Antrag abgelehnt wird. Wie gesagt, ein hochkomplexes Thema. Und auch allein die Geschichte, dass es ein Prüfantrag ist. Wir wissen, es kommt auch demnächst in den Kreistag rein, da wo es meiner Ansicht nach auch hingehört. Das heißt, dass die Kompetenzen da schon klar unterschieden werden sollten, was die Trägerschaft des öffentlichen Personennahverkehrs betrifft. Und es sind die Leute, die jetzt möglicherweise gegen diesen Antrag stimmen, ja nicht gegen den Ausbau und die Förderung des Personennahverkehrs. Nur ich denke, es ist ratsam, da die betreffenden Kompetenzen auch ganz differenziert zu betrachten und die Dinge dahin zu tragen, wo sie hingehören, um sie dann eben auch konsequent voranzutragen. Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung der Stadt, vertreten durch den Oberbürgermeister, und auch die übrigen Protagonisten da gemeinsam daran arbeiten werden, möglicherweise auch im Verbund mit anderen Landkreisen und Städten, diesen öffentlichen Personennahverkehr weiterzuentwickeln und ihm eine Qualität zu verleihen, die ihn immer mehr attraktiver macht. Danke. Frau Kindler. Ich möchte das gerne noch mal unterstreichen, wenn es um Zuständigkeiten geht, wie wichtig das ist, dass Gespräche aufgenommen werden. Ich kann mich erinnern, dass wir uns vor kurzem darüber unterhalten haben, wie es mit der Kita-Planung ist. Und auch da ist der OB auf den Landkreis zugegangen und endlich ist was passiert. Und deswegen würde ich das gar nicht so unterscheiden, sondern sagen, es ist ganz wichtig, dass der OB auf den Landkreis zugeht und diese Gespräche führt. Und nicht mehr zu sagen, das ist unsere Zuständigkeit, das ist deine Zuständigkeit. Sonst kommen wir hier nicht voran. Herr Hofmann. Ja, ich finde das eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass CDU und SPD dagegen ist, denn es ist einfach nur so, wenn es passt, dann wird es einfach gestützt, ein Prüfantrag. Ob es ans Land ist, was uns nichts angeht, dann wird es gestützt von der SPD und CDU. Aber wenn es nicht passt und vielleicht keine eigene Idee ist, dann ist es irgendwie völlig abwegig und wir sind nicht zuständig. Und solange die Busse in unserer Stadt fahren und für unsere Bedeutung haben, sind wir einfach zuständig. Und es ist, wie gesagt, ein Prüfauftrag und ein Gespräch mit dem Landrat wird wohl nicht so viel Ressourcen binden, dass alle anderen da irgendwie, wie auch immer, da so unter leiden. Also ich persönlich sehe das wieder so als, ja, das ist wieder so ein Spielchen, kann ich nicht nachvollziehen. Herr Dr. Bosse. Wir stärken als größte Stadt im Landkreis dem Landkreis den Rücken bei diesem wichtigen Thema. Weitere Wortmeldung, Herr Dr. Zabel. Ich würde gerne noch einen Satz zu Herrn Suhr sagen. Inhaltlich.
Weil ich glaube, wir müssen uns klar werden, was unsere Rolle ist, was den ÖPNV betrifft. Wenn wir jetzt hier an dieser Stelle abstimmen würden, ob wir bereit sind, diese oder jene Zuschüsse zu bezahlen, gebe ich Ihnen recht. Dann ist das unsere Zuständigkeit. Aber die Zuständigkeit für die Planung, für die Umstrukturierung des ÖPNV, die liegt nicht bei uns. Und das ist Ihnen auch klar. Insofern ist es einfach nur jetzt mal ein Antrag, der hierher gezogen wird und der ganz klar in den Kreistag gehört. Und da brauchen wir auch überhaupt nicht drüber diskutieren. Punkt. So, Herr Dr. Quadro. Ja, also was mir bei dem Antrag eigentlich ein bisschen Sorgen macht, ist nicht, dass es immer toll ist, was für den Nahverkehr zu tun. Ich glaube, da versteht man mich und kennt mich auch, dass ich das als eine sehr gute Idee empfinde. Ich glaube, da haben wir auch noch viel Möglichkeiten und Bedarf, was zu tun. Ich bin auch ganz sicher, im Übrigen auch teilweise mit Absprache der Hansestadt Stralsund, dass insgesamt der Kreis bemüht ist, immer dann, wenn es Chancen gibt für Förderung, sei es vom Land oder vom Bund, wirklich vorn dran zu sein und sich zu kümmern. Das tun auch die Geschäftsführer dort und sind am Ball. Das ist der zweite Teil sozusagen des Antrages. Vielleicht gibt es da noch mehr, was man tun kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da arbeiten Leute wirklich fleißig und intensiv daran, genau diese Dinge nicht zu verpassen. Und denen traue ich auch zu, dass die ihre Hausaufgabe machen. Und ich glaube nicht, dass ein oberflächliches Gespräch, und unsere Gespräche sind ansonsten wirklich sehr gut, aber ein Gespräch zum ÖPNV zwischen dem Landrat und dem Oberbürgermeister dazu führt, dass sozusagen die Facharbeit dort oft an der Basis besser wird. Da habe ich großen Zweifel dran. Ich habe Vertrauen dazu, dass dort wirklich gut gearbeitet wird und auch geschaut wird, welche Chancen von Förderung gibt es. Auch weil ich die Protagonisten dort kenne. Das ist der zweite Teil. Aber was mir richtig Sorgen macht, ist die Suggestion, die mit diesem Antrag losgetreten wird. Was steht denn hier drin? Es soll geprüft werden, ob es nicht möglich ist, den Nahverkehr kostenfrei zu machen, beziehungsweise in das Modellprojekt reinzukommen, wo der Nahverkehr kostenlos ist. Ich habe mich sehr geärgert, als ich das auf Bundesebene gehört habe, das Thema, weil ich es einfach schwierig finde, wenn man den Leuten Sachen suggeriert, die am Ende des Tages nicht eintreten. Und ich sage ganz einfach, ich bin nicht bereit, den Stralsundern zu suggerieren, dass hier irgendwas in Gang gesetzt wird, dass zum Schluss der Nahverkehr ja kostenlos ist. Ich finde es unverantwortlich ein Stück weit unter dem Aspekt, dass wir gerade eine Sondersitzung zum Thema Theater hatten, wo wir sehen, dass wir kaum diese Dinge, die anstehen, die zwingend auch anstehen, bezahlen können. Wo wir andere Dinge uns vorgenommen haben, wo wir die Schulen sanieren wollen, anpacken wollen, wo wir jeden zusammenkratzen, um das zu schaffen. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, da hat mal irgendjemand im Radio oder im Fernsehen gehört, hier gibt es irgendwas vielleicht kostenlos. Und jetzt beantragen wir mal und schauen, ob es da nie ein Projekt gibt, abgesehen davon, dass die Umwelt der Ansatz war. Auch da hat es ja nicht geklappt, aber der Umwelt der Ansatz war und dass man sich schon vorstellen kann, dass in Stuttgart und Essen und vielleicht auch in München mittlerweile es Bereiche gibt, wo die Umwelt so dramatisch eingeschränkt ist, dass man bereit ist, alle möglichen Wege zu... Wie ich das in Berlin oder irgendwo erklären soll, dass das für Stralsund zutrifft bei unserer Luft, auch das halte ich für abenteuerlich. Meine Sorge ist nur, ihr könnt es beschließen, es wird ja jetzt auch wahrscheinlich passieren, ich möchte nicht, dass dem Stralsunder suggeriert wird, dass demnächst der Nahverkehr kostenlos ist. Das glaube ich nämlich nicht und ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen lässt. Danke. Herr Adomait. Wir haben nur Diskrepanzen, aber die Rede war ihm gut. Die gefällt mir. Was? Gut. War gut. War gut. So, ein Lob. Das ist selten. Gut. Herr Haag nochmal. Ja, vielleicht nochmal ganz zum Schluss zusammengefasst. Es wurde ja schon von Vorrednern gesagt, wir haben uns bei ganz anderen Themen, wo wir auch nicht unbedingt die Einflussnahme haben, die wir uns öfter mal vorstellen, da haben wir hier auch beschlossen. Und wir denken ganz einfach, es gebührt einer ja, der größten kreisangehörigen Stadt in diesem Kreis auch, das entsprechende Selbstbewusstsein gegenüber dem Kreis zu zeigen, dass wir es auch wollen und mit Unterstützung gemeinsam voranbringen kann. Es will niemand den Leuten suggerieren, dass in Stralsund jeder demnächst umsonst Bus fahren können. Aber wir haben uns auf jeden Fall eine Chance vergeben, wenn wir nicht wenigstens versuchen, irgendwie in dieses Modellprojekt reinzukommen. Und es wurde auch angesprochen, der Kreis hat einen eigenen Ausschuss zum Schülerverkehr oder so ähnlich heißt er ja. Wissen Sie, was mein Vorschlag dann mittlerweile wäre? Dieser Ausschuss müsste ausgesetzt werden, bis die Landratswahlen endlich fertig sind, weil da überbieten sich ja die CDU und die SPD nur noch mit, was alles Gutes getan werden kann, ohne dass überhaupt was getan wird in Wirklichkeit. Und deshalb denke ich, ist dieser Antrag als reine Willensbekundung nach außen hier sehr angebracht und ich bitte nochmal ausdrücklich um Unterstützung. Danke sehr. Herr Philippen. Gut. Dann ist kein Redebedarf mehr. Herr Butter. Ich bin der Meinung, mit diesen Sachanträgen hat die Fraktion Bürger für Stralsund doch mal Mut gezeigt,
um neues Gedankengut in die Situation der Stadt zu bringen. Und es gab, ich glaube, 2016 mal einen Vortrag der Linkspartei, wo nachgewiesen wurde, dass ohne Kosten für das Fahren der Stadtbusse oder Schülerbusse, es geht speziell um Schülerbusse, dass dafür das Nichtbezahlen ökonomischer ist als das Bezahlen, weil dann, wenn bezahlt werden muss, ja viele Leute angestellt werden müssen, die sich mit der Thematik Bezahlung und Verrechnung beschäftigen. Wir sollten es probieren und sollten den Vorschlag zu dieser Problematik kostenloses Busfahren der Fraktion zustimmen. Schönen Dank. Danke. Noch Redebedarf? Nicht. Wer denn diesen Änderungsantrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Richtig? Ja. 18 dafür. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15, 16, 17, 18, 19. Damit ist diesen Antrag nicht stattgegeben. 9.3 Entwicklung der Freiflächen nördlicher Hafeninsel, Einreicher Fraktion Bürger für Stralsund. Wer möchte reden? Herr Philippen, bitte. Wurde so wie zu den Toiletten vorhin gesagt, das ist eigentlich unser Antrag. Also wir brauchen noch nicht reden. Gut, kein Redebedarf weiter. Wer diesen Antrag zustimmen geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung, eine Stimmenthaltung, der Rest dafür. 9.4 Weihnachtliche Beleuchtung der Seitenstraßen, Einreicher. Frau Ann-Christine von Allwürden, CDU-FDP-Fraktion. Gibt es da Redebedarf dazu? Bitte, Frau von Allwürden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Bürgerschaftsmitglieder, liebe Gäste, wir haben uns gedacht, jetzt so kurz vor Ostern lässt sich doch noch mal gut das Weihnachtsthema etwas in den Vordergrund spielen. Es ist noch kalt, der Schnee liegt noch, wir können uns noch gut daran erinnern. Und damit würde ich auch gerne anschließen, dass wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, wie schön unser Altermarkt beleuchtet ist. Der Rathausdurchgang und auch die Ossenreiher Straße leitet uns wunderbar wie ein Lichtstrahl zum neuen Markt. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine jetzt wirklich, es hört sich jetzt ein bisschen ironisch an, aber ich finde, unsere Weihnachtsbeleuchtung, die ist schon sehr gelungen. Ne? Also wunderschön, wirklich tolle Erleuchtung, wir fühlen uns alle unglaublich weihnachtlich. Allerdings, und das allerdings gibt es ein kleines Manko, diese sehr schöne helle Beleuchtung in der Ossenreiher Straße macht die Nebenstraßen wie Heilgeiststraße und Badenstraße und auch die Triebseer Straße noch dunkler, als sie sowieso schon sind. Und ich denke, wir alle sind uns einer gewissen Verantwortung bewusst, was unsere einheimischen Händler und Gewerbetreibenden angeht. Denn die sitzen in diesen Straßen. Und wir haben zwar in der Heilgeiststraße eine Weihnachtsbeleuchtung, die ich finde, es ist zwar gut gemeint, aber sie ist schon etwas kläglich. Und ich hätte da eigentlich, oder wir als FDP-CDU-Fraktion haben dort eigentlich den Anspruch, dass auch dort eine gleichwertige Weihnachtsbeleuchtung in diesen Seitenstraßen anzubringen wäre. Damit nämlich diese Läden genau auch in diesen Leitstrahl des Weihnachtsgeschäftes mit einbezogen werden. Wir wurden auch von vielen Händlern in diesen Straßen darauf angesprochen und ich denke, da sind wir auch nicht die Einzigen. Die Triebseer Straße zählt insofern auch mit dazu, weil sie nämlich gerade für die auch Gäste vor allen Dingen, die vom Bahnhof in die Altstadt geleitet werden, direkt durch diese Straße auch zum neuen Markt geführt werden.
Ich glaube, es ist ein guter Prüfauftrag, für den ich hier unbedingt werben möchte. Und auch die Händler und der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt vom Stadtmarketing haben ihre aktive Unterstützung zugesagt und sollten meines Erachtens auch mit in diesen Arbeitsprozess einbezogen werden. Und ich bitte für Ihre Zustimmung zu diesem Prüfauftrag. Herzlichen Dank. Danke. Weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag sehe ich nicht. Wer dann diesen Antrag der Weihnachtsbeleuchtung Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? 2 Gegenstimmen. Stimmenthaltung? Damit ist diesem Antrag mehrheitlich zugestimmt. Danke. 9.5. Verkehrsspiegel an der Einmündung Richtenberger Chaussee Amselweg. Einreicher Herr Thoralf Piefer, CDU-FDP-Fraktion. Gibt es dazu Wortmeldung? Herr Haag. Ich beantrage die Verweisung in den Ausschuss Bau, Umwelt, Stadtentwicklung. Danke. Ein Verweisungsantrag. Herr von Bosse. Wir sehen den Antrag schon als sinnvoll an. Es gibt eine Begründung dafür. Allerdings muss man auch fragen, ob das nicht das Geschäft der laufenden Verwaltung ist und ob es unsere Aufgabe ist. Aber das nur nebenbei. Im Prinzip ist der Verweisungsantrag wohl dann letztlich auch richtig. Gut. Wer, Herr Jung-Nickel? Kurze Frage. Ist denn dort ein Unfallschwerpunkt festgestellt worden? Das wird ja jetzt in dem Ausschuss. Deswegen kommt der Ausschuss, um die Fachleute da arbeiten zu lassen. Gut. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer diesem Verweisungsantrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 2 Stimmenthaltungen? Mehrheitlich dafür. 9.6 ist zurückgezogen worden. 9.7 Glyphosateinsatz auf städtischen Flächen, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte, Herr Suhr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 160 Städte und Gemeinden haben inzwischen entschieden, pestizidfreie Kommune zu werden. Dahinter verbirgt sich in allererster Linie die Auseinandersetzung mit dem Wirkstoff Glyphosat oder den Wirkstoffen, in denen Glyphosat vorhanden ist. Und unser Antrag ist keine eigene Initiative, sondern, das steht auch in der Begründung ausdrücklich drin, setzt auf das, was in Neustrelitz passiert ist, weil ein Aspekt der Auseinandersetzung auch die Frage ist, ob Städte und Gemeinden landwirtschaftliche Flächen, die sie verpachten, mit dem Vorbehalt versehen können, Glyphosat auszuschließen. Das alles ist eine Diskussion aus meiner Sicht, die einem erheblichen gesellschaftlichen Druck Rechnung trägt. Im vergangenen Jahr haben über 1 Million Menschen die europäische Initiative zu einem Glyphosatverzicht unterzeichnet. Und wenn ich jetzt in die letzte Woche hineinschaue, vielleicht war der eine oder andere da in der Gemeinde Glockenhagen. Die Veranstaltung fand in Ridmitz-Damgarten statt, waren über 200 Menschen, die deutlich gemacht haben, wie problematisch sie den Einsatz dieser Mittel finden. Und das ist auch völlig klar, weil das Vorsorgeprinzip nicht beachtet wird. Was heißt das? Es ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass Glyphosat krebserregend ist. Und wir machen in unserem Antrag eine zweite Ebene auf. Herr Oberbürgermeister, ich glaube, Sie wissen sehr ganz genau, dass genau dieser Stoff im Augenblick im Fokus der wissenschaftlichen Untersuchungen steht. Wir wissen ganz genau, dass in der Bundesregierung auch unterschiedliche Auffassungen bestanden haben in der Vergangenheit. Und da kann man hergehen und sagen, solange das nicht geklärt ist, halten wir daran fest. Oder man kann hergehen und sagen, aus Vorsorge von den Gesundheitsschäden der Bevölkerung verzichten wir auf diesen Stoff. Und das ist ausdrücklich unsere Position, Vorsorgeprinzip prioritär. Und es gibt eine zweite Stoffgruppe, die wir hier aufmachen, das sind die Neonicotinoide, als sogenanntes Bienengift bezeichnet. Da gibt es aktuell, das haben Sie wahrscheinlich alle zur Kenntnis genommen, eine Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die massive Gifteinwirkungen
für die Bienen festgestellt haben. Ein relevanter Punkt des Bienensterbens ist der Einsatz von Neonicotinoiden in der Landwirtschaft. Genau diese beiden Punkte greifen wir auf. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ich vermute, dass dieses Argument auch kommen wird. Was geht uns das an? Das ist auf Ebene der Europäischen Union oder das ist auf Ebene der Bundesregierung, die möglicherweise mit diesen Stoffen umgehen müssen. Hat es ja auch den untauglichen Versuch der GroKo schon gegeben, der alten GroKo schon gegeben, mit einem Alleingang des zuständigen Ministers Schmidt. Aber ich finde, wir haben an dieser Stelle auch Verantwortung für die nicht unerheblichen Flächen, die wir landwirtschaftlich verpachten. Und vor dem Hintergrund bitten wir, dem Beispiel von Neustrelitz zu folgen. Der Antrag ist wortgleich hier formuliert und für die landwirtschaftlichen Flächen das auszuschließen, die im Eigentum der Hansestadt Stralsund liegen. Vielen Dank. Herr Meißner, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrtes Präsidium, ich bin ein bisschen gehandicapt, aber ich komme trotzdem mal nach vorne. Glyphosat-Einsatz auf städtischen Flächen, Anmerkung des Redners, verbieten. Mein ganz persönlicher erster suffisanter Gedanke war, ja, urtypisch, erst einmal alles verbieten und dann ein Veggie Day am Ende des Tages einführen. Aber die Sache ist viel zu komplex, um das so stehen zu lassen. Ich habe mir den Antrag sehr genau angeguckt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dieser Antrag konstruiert, ja, und er suggeriert ein doch sehr dramatisches Bild. Und dann, das haben Sie eben auch gesagt, begründet er mit 160 Kommunen. Also ich für mich kann sagen, meinem Sohn erkläre ich immer, wenn alle in den Vogteheger Teich springen, dann spring nicht gleich hinterher, sondern überlege und wege ab. Und genau so, Herr Suhr, ist es hier auch. Denn viele Kommunen, wenn Sie sich die Sache genau angucken, ne, was die Kommunen machen, die machen genau das, was unsere Hansestadt und unsere Verwaltung bereits tut. Und daher kommen wir zu dem einen inhaltlichen Knackpunkt. Sie schreiben, ich muss mal genau gucken, in Gartenanlagen und Parks verzichtet die Hansestadt, und jetzt kommt's, zukünftig auf den Einsatz glyphosathaltiger Herbizide. Und Herr Suhr, da sage ich einfach, hier zeichnen Sie wie immer bewusst, ganz bewusst ein falsches Bild. Denn meine Kenntnis ist eine andere. Glyphosathaltige Herbizide werden von der Stadtverwaltung eben gerade nicht zur Straßenreinigung etc. eingesetzt. Und gemäß dem Pflanzenschutzgesetz ist zudem der Einsatz auch von nicht glyphosathaltigen Herbiziden auf öffentlichen Verkehrsflächen verboten. Und daher kommen wir zu Ziffer 2 Ihres Antrages. Was bereits durch ein Gesetz verboten ist oder untersagt ist, müssen wir hier in der Hansestadt doch nicht durch kommunale Satzung erneut verbieten. Es ist ja schon verboten. Ja. Und dann, Sie haben es ja auch ausgeführt, kommen wir zum anderen, für mich natürlichen Feind der Grünen. Da hinten sitzen Vertreter, der Landwirt. Glyphosat ist weltweit einer der am meisten eingesetzten Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln für die Landwirtschaft. Und das seit 40 Jahren und in über 100 Ländern. Ja. Und deshalb, Herr Suhr, gehört ja dieser Wirkstoff auch zu den toxologisch am meisten untersuchten von allen Wirkstoffen. Und Sie kennen mit Sicherheit ja auch alle anderen Studien, denn das Bundesinstitut für Risikobewertung hat wiederholt ausgeführt, dass ihm keine wissenschaftlichen Studien vorliegen, die darauf hinweisen, dass Glyphosat, jetzt kommt's, bei sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung als Pflanzenschutzmittel eine schädigende Auswirkung auf Menschen und Tiere haben können. Vereinzelt gibt es natürlich Studien über angeblich nachgewiesene Gesundheitsgefährdungen. Und diese werden eben immer von den Glyphosatgegnern wieder publiziert. Aber seriöse wissenschaftliche Studien erbringen diese These nicht. Daher halten wir den gesetzlichen Rahmen für ausreichend. Und Herr Suhr,
Schauen wir doch einfach auf die Standardpraxis hier um uns herum, auf unsere Felder. Glyphosat wird bei uns in der Regel alle 3 Jahre nach der Rapsernte ausgebracht und das mit ungefähr 1,5 bis 2 Liter je Hektar. Der Weizen, der Winterweizen zum Beispiel, kommt damit gar nicht in direkten Kontakt. Und wenn wir dann in die weite Welt gucken, Beispiel nach Südamerika, dort ist es oft eine bis zu 10-fache Menge an Glyphosat, was dort auf den Feldern ausgebracht wird. Bei Sojabohnen zum Beispiel sind es bei der direkt vor der Ernte auch noch immer noch möglich 12 Liter je Hektar. Ja? Wir haben hier also viel, viel höhere Standards als weltweit geltend. Und deshalb liegt es doch auf der Hand. Mit jedem Produkt, was unsere Bauern hier nicht produzieren, verschärfen sie die Situation also insgesamt um ein Vielfaches. Und ich persönlich stehe als Angler, sehe mich ja da auch immer einseitigen Betrachtungen gegenüber. Denn eins muss doch auch klar sein, man kann doch nicht wirklich glauben, wenn wir diese Mittel jetzt alle verbieten und der Bauer dann mehrfach mit dem Grupper über den Acker fahren muss, dass man diese zusätzliche Bodenverdichtung vernachlässigen kann. Arme Regenwürmer, sage ich da nur. Und deshalb glaube ich, dass die von Ihnen in den Anträgen geforderten einseitigen Klauseln eher das gute Verhältnis mit unseren Pächtern vergiften würde. Denn es liegt außerdem ja auf der Hand, die schweren Auflagen, die die Hansestadt dann einziehen würde, würden immer finanzielle Entlastungswünsche nach sich ziehen. Und hier dann bei den Pachteinnahmen. Ja? Und daher sage ich für meine Fraktion, lassen Sie uns auf einen vernünftigen Dialog setzen und diesen Antrag ablehnen. Sie haben noch eine zweite Sache angesprochen. Ich wollte sie gar nicht ansprechen, weil ich kann es im Moment nicht richtig aussprechen. Neonicotinoide. Ja? Und ja, ich habe geübt vorhin. Und ich habe gestern zufällig den Nordmagazin-Bericht auch gesehen. Den haben Sie ja mit Sicherheit hier auch gemeint. Und ich war ein bisschen entsetzt, enttäuscht. Ich mag ja eigentlich das Nordmagazin. Wir waren auch schon zusammen angeln, mehrfach. Ja, gestern muss ich da noch mit drüber nachdenken. Denn dieser Bericht war wie Ihre grüne Politik. Dramatisch, einseitig und aus dem Kontext gerissen. Denn wenn man den genau hingeguckt hat, ich war ein bisschen beim Abendbrotessen und habe deswegen auch noch vorhin noch mal nachgeguckt, was da gezeigt wurde. Wenn wir auf Sekunde 30 mal vorspulen, ja, und dann uns genau angucken, die angebliche Giftspritze, ja, wie die Bauern dann über den Acker fahren, dann wird jeder Fachmann erkennen, das ist ein Düngerstreuer. Ja. Also wenn ich das hier nicht anspreche, mein Opa dreht sich im Grabe um. Ja. Und letztendlich ist es einfach so, dass es gibt nicht diesen einen einzigen Grund für das Bienensterben. Ja, es gibt eine Vielzahl. Und diese Gründe können wir nur zusammen mit Bauern, mit der Stadt und auch mit Imkern im Dialog angehen. Deswegen nochmal, das funktioniert sogar sehr gut. Bitte den Antrag ablehnen. Danke. Danke. Vielen Dank, Frau Bartel. Ja, Herr Meissner, Sie haben das wirklich sehr, sehr umfassend gemacht, sodass ich mich ganz kurz fassen kann. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Ich habe natürlich gestern Abend auch den Bericht gesehen über das Bienensterben, was natürlich etwas ganz Schlimmes ist. Aber es geht hier in erster Linie um Glyphosat. Und da müssen wir auch immer davon ausgehen, Wissenschaft sucht nach Wahrheit. So war es auch schon bei Faust, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Wissenschaft versucht, sich dieser Wahrheit so weit wie möglich zu nähern. Und was ich in der Süddeutschen Zeitung vom 28.11. gefunden habe, es gibt nach mehr als 1000 Studien zu Glyphosat keine eindeutige Aussage, dass dieses das am besten untersuchte Pestizid der Welt das Krebsrisiko für den Menschen bei sachgemäßem Gebrauch erhöht. Und es wurde hier eindeutig auch von Herrn Meissner hervorgehoben, dass wir nicht unsachgemäß damit umgehen in der Stadt. Und deshalb finde ich diesen Antrag nur ablehnenswert. Danke. Herr von Bosse. Ja, dann fangen wir doch mal an bei Glyphosat, wenn vorhin die Bienen hier angeführt wurden und das multikausal sei. Dann fangen wir doch einfach mal an dort. Und es ist bekannt, dass auch in Deutschland, wo anerkanntermaßen natürlich vorsichtiger umgegangen wird damit, dass aber auch da gemäß der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Praxis doch völlig übertrieben dieses Mittel oft eingesetzt wird. Das entspricht nicht den Regeln. Das ist faktisch bekannt.
Und das Vorsorgeprinzip sagt natürlich auch ganz deutlich, dass wenn man mal ein Gutachten hier hat und ein Gutachten da mit verschiedenen Ergebnissen, dass man dann nach dem Vorsorgeprinzip auch handelt. Und die EU hat nicht umsonst diese ganzen Gutachten mal verglichen und ist der Auffassung, dass es erheblich eingeschränkt werden soll. Und nach der alten indianischen Weisheit, Geld kann man nicht essen, bin ich dafür, dass man diesen Antrag folgt. Herr Hofmann hat sich gemeldet, dann Frau Badener. Ja, ich muss Herr Meissner auch sehr loben. Man hätte es wirklich nicht besser ausführen können. Es war alles genau detailliert und auch die Gegenseite gut dargestellt und auch ganz klar gesagt und ausgedrückt, dass wir unsere Bauern mit dem, was sie tun, seit Jahrzehnten tun und gut tun, hiermit auch stützen müssen, indem wir diesen Antrag ablehnen. Denn auch wir empfinden das alles als Panikmache und auch diese immer wieder draufstürzen auf irgendwelchen kleinsten Mitteln irgendwo, die seit Jahrzehnten gebraucht werden, wie dieser Dieselskandal, auch der dann hoch und runter gejuckelt wird und immer wieder rumgeritten wird. Also die Dosis macht ja bekanntlich das Gift und ich habe da großes Vertrauen, dass alle die damit umgehen und die Gesetze, die da sind, natürlich auch eingehalten werden und schon seit Jahrzehnten eingehalten werden. Auch die Grünen machen dann Panik, wenn irgendwelche Bauern losfahren und bei gefrorenem Boden Sachen ausbringen, dass sie das seit Jahrzehnten machen und auch einen Sinn hat, wenn es bei gefrorenem Boden ausbringen. Aber auch da sind die Grünen dagegen, dass man es nicht tun soll. Und in bestimmten Regionen werden dann die Bauern fast vom Trecker gezogen. Also das ist nämlich auch eine Folge solcher Panik machen und alles so in den Fokus ziehen. Wir als Fraktion werden natürlich diesen Antrag auch ablehnen. Und ich muss auch mal wieder sagen, ich bin ja nun bekanntermaßen seit 40 Jahren Schwimmer und natürlich würde ich nicht ein pures Glas Chlor austrinken. Aber seit 40 Jahren ins Schwimmer gehen und sich durch Chlor reinigen lassen, das ist okay. Das Ding ist nämlich genau die gleiche Sache. Die Dosis macht das Gift und diese Panikmache sollte man einfach in Tunis vermeiden und sich dann eher die Kommunikation suchen und gucken, wo wir das verbessern können oder wie auch immer. Aber dieser Antrag geht völlig an allem vorbei in unserer Sicht. Frau Bartel. Ich schließe mich Herrn Hofmann an und möchte noch mal darauf hinweisen, Herr von Bosse, Sie haben hier einen klar formulierten Antrag. Und da geht es um die Bewirtschaftung der Land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Gartenanlagen und Parks in der Hansestadt Stralsund. Also wir sind hier nicht im Landwirtschaftsbereich. Und nun lassen wir doch wirklich mal die Kirche im Dorf. Für mich ist es auch Panikmache in dem Moment. Natürlich gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass etwas Gutes auch zum Negativen hintendieren wird. Aber hier ist ein klarer Antrag und dieser klare Antrag wird von uns abgelehnt. So, weiteren Redebedarf Sie, Herr Putter nochmal, Herr von Posse. Sicher lassen sich die Grünen immer was Neues einfallen. Aber wir alle wissen, es gibt Krankheiten, die auf der Welt nicht beherrschbar sind. Dazu gehört auch die schlimme Krebskrankheit. Wird einfach von der medizinischen Wissenschaft nicht beherrscht. Und ich bin der Meinung, wenn man gegen gewisse Produkte und damit auch gegen das Glyphosat Bedenken hat, dann soll man die Bedenken wirken lassen und soll dieses Glyphosat eben nicht einsetzen und damit verbieten. Wenn auch nach Jahren festgestellt wird, dass das unberechtigt war. Aber ich bin der Meinung, wir können nur auf der sicheren Seite sein, wenn wir auch Verdachtsdinge eliminieren. Schönen Dank. Herr von Bosse. Frau Bartel, wir haben ja hier ganz klar geschrieben, dass es um städtische Land- und forstwirtschaftliche Flächen handelt. Also damit ist gemeint, städtisches Eigentum auch an landwirtschaftlichen Flächen, zum Beispiel auf Rügen. Darum geht es. Das sind große Flächen. Herr Adomeit. Ich meine, es ist mal Fakt, dass schon im Grundwasser jetzt langsam Pflanzenschutzmittel festgestellt werden. Das ist mal Fakt. Pflanzenschutzmittel ja aus dieser Zeit, nicht aus DDR-Zeiten, aus der BRD-Zeit, jetzt der neuen Zeit. Und normalerweise, wenn dort schon die Wasserwirtschaft und Wirtschaftler da schon Alarm schlagen, aber es ist ja ein Problem heutzutage mit den Grenzwerten, der Oberbürgermeister. Die können machen, was sie wollen, aber in diesem System sind die Grenzwerte so hoch angesetzt, dass es ja nicht gesundheitsschädlich ist. Ist ja nur ein Fakt. Und wenn man es geht ja um Geld, um Profit, das ist auch heutzutage auch immer so. Das haben wir früher gelernt in DDR-Zeiten. Und das Glyphosat, weißt du das? Richtig so? Ich bin zwar kein Freund der Grünen immer, heutzutage muss ich aber heute mal zustimmen. Oh.
So, ich sehe jetzt keinen weiteren Redebedarf. Dann darf ich den Antrag abstimmen lassen. Wer diesem Antrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer ist dagegen? Ich glaube, es ist überzeugend, die übergroße Mehrheit. Damit ist diesem Antrag nicht stattgegeben. Hier gilt, der Bauern hat es vernommen. 9.8. Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes im Betriebsausschuss. Fraktion Bürger für Stralsund. Herr Klaus-Dieter Philippen wird als stellvertretender im Betriebsausschuss gewählt. Gibt es da Zustimmung? Dann bitte ums Kartezeichen. Dass die Mehrheit gegenstimmen. Stimmenthaltung. 1, 2 Stimmenthaltung. Herr von Bosse, was soll das sein? Zustimmen oder gegenstimmen? Okay, gut. So, 9.9, Wahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Ausschuss für Patientenangelegenheiten. Fraktion Bürger für Stralsund. Herr Klaus-Dieter Philippen wird als stellvertretender im Ausschuss für Patientenangelegenheiten gewählt. Bitte Ihre Zustimmung mit Karte. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Eine Stimmenthaltung? Mehrheitlich zugestimmt. 9.10 zur Wahl der Mitglieder in des Stadtkleingartenausschuss, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Petra Voss wird als Mitglied in den Stadtkleingartenausschuss gewählt. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist auch die Mehrheit. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, einstimmig. Ja, die schlafen da. Top 12. Vorlagen. 12.1 Bebauungsplan Nummer 61 der Hansestadt Stralsund, östlich der Smitterlohstraße. Erneuter Satzungsbeschluss, das ist ein Satzungsbeschluss. Ich bitte die Karten dann etwas länger hochzuhalten, müssen wir auszählen. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Ich 33 Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Zustimmung 33. Entschuldigung. So, damit ist dieser Satzungsbeschluss beschlossen. 12.2 nochmal Stimmen auszählen. Bibliothekssatzung, Benutzungsbedingungen und Entgeltordnung der Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung? 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Damit ist dieser Satzungsbeschluss zugestimmt. 12.3 Welcome Center Vorpommern-Rügen. Gibt es da Wortmeldung? Wer den zustimmen gibt? Herr Adumait? Eine Frage. Ist der Fürst da? Ist der Fürst da, eure Fachkraft? Ich möchte mal jetzt genau wissen, in welchen Bereichen Fachkräfte fehlen. Ja, das ist aber die Frage, kann ich ja mal stellen. Wenn wir 10.000 Euro geben, kann man ja mal fragen, wo die Fachkräfte fehlen. Herr Hoffmann. Ja, Herr Adelmeier, ich weiß nicht, wie Sie informiert sind, aber direkt im Klinikum, Pflegekräfte, Kindergarten, ich weiß gar nicht, wo ich noch aufhören soll. Also Handwerker, das stirbt doch alles aus, wie Handwerk ähnlich ist, das stirbt doch alles aus und da gibt es doch genug Bedarf in allen Richtungen. Cool, alles. Einfach nur ein Fachmangelkraft in allen Richtungen. Reicht das? Toll. Herr Ahn. Also ich bin der Meinung, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit im Landkreis Vorpommern-Rügen und auch in Stralsund. Und ich kenne eine Menge Leute, die gerne eine Umschulung machen wollen. Und das wird stets und ständig abgelehnt. Vielleicht sollte man die lieber mit 10.000 Euro unterstützen, um erstmal die einheimischen Fachkräfte zu fördern oder auszubilden. Das finde ich wichtiger, als irgendwelchen ausländischen Mitbürgern da 10.000 Euro in den Rachen zu schmeißen. Herr Quintana Schmidt, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich hätte nur eine Frage, ob das Welcome Center ob das vom Land gefördert wird. Und ob es
Projektpartnerschaften gibt, beziehungsweise ob es Kooperationsvereinbarungen gibt. Herr Fürst, kommt ihr extra noch vor? Herr Fürst, komm. Ich versuche die Frage zu beantworten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche zu beantworten die erste Frage zum Förderung durch das Land. Es gibt eine SEM, Strukturentwicklungsmaßnahme, Förderung aus dem ESF-Fonds. Beantragt sind dort 50.000 Euro für 2 Jahre. Also das Land beteiligt sich. Ansonsten gibt es Kooperationen, zum Beispiel auch eine Kooperationsvereinbarung Landkreis Vorpommern-Rügen, Hansestadt Stralsund, Arbeitsagentur, Kreishandwerkerschaft, IAK ist dabei, Fachhochschule ist dabei, um nur einige zu nennen. Gut, danke Herr Fürst. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dann diesem Welcome Center Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Wer ist dagegen? 2 dagegen, 3 dagegen, Stimmenthaltung. 1 Stimme Enthaltung, mehrheitlich zugestimmt. 12.4 Spende für die Musikschule, Großbass-Blockflöte vom Förderverein der Musikschule. Gibt es dazu Wortmeldung? Wenn Zustimmung, dann bitte Ihr Kartenzeichen. Schlaft nicht ein, denn. Ja. So. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig, danke. Wir kommen zu Verschiedenes. Gibt es da Wortmeldung? Gut, unter Verschiedenes keine Wortmeldung. Dann bedanke ich mich bei der Öffentlichkeit und wünsche einen schönen Hauseweg. Wir kommen dann in den nicht öffentlichen Teil.